Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 433. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi. Der Duke. Ja, servus, hallo. Dem wahren Leben Dennis heißt, ich glaube, das müssen wir irgendwann anfangen dazu zu sagen. Gerüchte, was du hier für Gerüchte verbreitest. Gerüchte, also ich kenne ihn nur noch unter Duke. Nur noch unter Duke, das ist, steht auch im Ausweis. Genau. Kind heißt Little Duke. Genau, und wir haben heute noch eine Gästin, die Annette ist mit dabei. Hallo Annette. Hallo. Genau, die Annette haben wir aus einem besonderen Grund eingeladen, dazu gleich mehr. Erstmal wollen wir ein bisschen Housekeeping machen. Und da sich diese Woche leider keiner hier herauskristallisiert hat, der mit einer Sonderspende um die Ecke kam, schämt euch, sage ich einfach Danke an alle anderen. So, das habt ihr jetzt davon. wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen wollt, unterstützen könnt, dann schaut ihr mal unter eintracht-podcast.de, dort gibt es eine Supportseite, da findet ihr Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und es ist natürlich vollkommen okay, dass da diese Woche keiner namentlich erwähnt worden ist, weil ihr uns einfach auch in diesem Monat, der fast rum ist, wieder ganz, ganz großartig unterstützt habt und damit mithelft, dass dieses wunderschöne Produkt hier nach wie vor Woche für Woche erscheinen kann und vielleicht in naher Zukunft sich tatsächlich mit dem Singen der Champions League-Hymne auseinandersetzen kann. Dazu später aber mehr. So, jetzt wollen wir mehr über dich wissen, Annette. Wir haben dich nämlich aus einem ganz besonderen Grund eingeladen. Du hattest dich irgendwann vor geraumer Zeit mal mit dem Marvin unterhalten. Ich weiß nicht, ob es im Stadion war oder wie. Das verraten wir nicht. Das verraten wir nicht, genau. Okay. Und du hast eine Besonderheit, du bist nämlich blind und wir haben gedacht, so, das ist interessant, mal vielleicht zu erfahren, wie so ein blinder Fußballfan, noch genauer ein Eintracht-Fan, Eintracht-Spiele und so das drumherum erlebt. Und so die erste Frage, die einem natürlich instantan einfällt, ist das von Geburt an so oder hast du den Vorteil gehabt im Vergleich zu anderen vielleicht, dass du sehen konntest, bevor du dann erblindet bist? Ich bin später blind, das heißt, ich konnte schon sehen, okay. Allerdings nie voll. Also ich bin schon mit der Sehbehinderung auf die Welt gekommen. Ja. Meine Mutter litt an Röteln während der Schwangerschaft, das ist nicht ganz ungefährlich, ja, wenn man ja sieht. Und habe dann Netzhautablösung bekommen, so im Alter von 20 Jahren. War eine ganz blöde Zeit, weil ich da inmitten meiner Erzieherausbildung war und ja, nicht so richtig wusste, wie geht es jetzt weiter. Okay. Ne? Ist ja so gerade mit 20, da passiert ja unheimlich viel im Leben eines jeden. Ja, aber es ging alles gut, würde ich mal sagen, letztendlich. Ja, klingt so. Ja, ja. Das ist... Erstmal vielen Dank. Ich freue mich wirklich, dass du heute in der Sendung bist, weil wie gesagt, wir hatten ja auch schon öfter geschrieben und wir hatten ja immer schon mal gedacht, dass wir das irgendwie klappt. Wir wollten es doch nicht verraten. Ja, ich habe ja die Details jetzt nicht. Und dann, nee, genau. Und deswegen, wir hatten es ja schon länger mal angedacht und dass es jetzt heute auch gerade jetzt in der Länderspielpause jetzt mal möglich ist. Also es freut mich wirklich sehr und natürlich verbindet uns ihr alle die Liebe zur Eintracht. Jetzt stellt sich und natürlich die Frage, wie bist du zur Eintracht gekommen und also seit wann auch irgendwie, seit Kindesbein oder hat sich später erwischt? Mich hat sehr früh erwischt, seitdem ich denken kann, das ist noch nicht so lange. Nein, Quatsch. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe 4 Geschwister, 3 Brüder und 2 davon sind Dortmund-Fan. Oha. Das ist ganz schrecklich für mich. Besonders jetzt am kommenden Wochenende wird es für die schrecklich, aber dazu später mehr. Ja, natürlich, mehr. Das ist sehr schrecklich. Und eine Schwester. Und ich habe gedacht, also Dortmund, das ist ja nur gar nicht. Wir leben in Hessen, das geht ja gar nicht. Und da muss man doch Eintracht-Fan sein. Und dann habe ich das einfach so mir gedacht. Also ich war noch ziemlich klein und bin schon sehr lange Eintracht-Fan. Okay. Cool. Sehr schön. Cool. Und du hast die Eintracht aber auch schon im Stadion erlebt, mehrmals. Ja, nämlich, ne? Ich gehe also mittlerweile, wenn ich kann, und das mache ich möglich, zu jedem Heimspiel oder auch mal auswärts. Okay. Und wir haben ganz super tolle Plätze im Block 27, die Sehbehinderten, und wir haben ganz nette Sehbehindertenreporter, die das Spiel beschreiben.
kann man sich ähnlich eine Radioreportage vorstellen. Und die machen das zu zweit, die 90 Minuten schildern, abwechselnd, jeder so 9 Minuten. Und die machen das sehr, sehr gut. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt dann quasi Kopfhörer auf, also die werden wahrscheinlich im Stadion dann ausgegeben, oder ist das alles auf so einer, wie so eine Radiofunkwelle, und du stellst das dann quasi mit einem Gerät, was du mitbringst, dann ein? Nein, also es gibt einen Stand, ich glaube barrierefreier Stadionbesuch oder so heißt der. Ja, habe ich schon mal was von gehört. Vor Block 24, meine ich, wäre der. Und da musst du dir ein Empfangsgerät abholen und wenn du möchtest, einen Kopfhörer. Ich möchte das nicht mit dem Kopfhörer, weil ich ja nicht weiß, wer den vorher so aufhatte. Ja, da bin ich ein bisschen eigen. Ja, kann ich verstehen. Ja, dann nehme ich meinen eigenen mit. Und in der Praxis sieht es so aus, dass ich die Reportage rechts höre, Kopfhörer, und links ein offenes Ohr habe für die Kurve. Okay, sehr gut. Also, dass man die Atmosphäre mitbekommt, und die ist ja phänomenal, ne? Ja. Auf jeden Fall. Gibt's ja nun mal nichts. Du hast ja eben gesagt, also bei den die Reporter, das dürfte auch, oder war zumindest mal auch die Nadine Merten, ne? Genau, die ist auch immer noch dabei. Die ist immer noch dabei. Von Anfang an eigentlich, ne? Klar, 2006. Genau. Also mal Lob an dieser Stelle, finde ich auch ganz, ganz toll. Sie ist ja einer, der hat ja auch öfter mal bei bei Radio X, der Eintracht-Sendung mitgemacht. Genau. Ne? Da war sie Radio Phänomenia. Genau, Radio Phänomenia war sie auch. Mhm. Und da waren wir tatsächlich auch schon mal zu Gast und so weiter. Also ganz, ganz tolle Leute und auch eine richtig coole Angelegenheit. Ich hatte auch, wenn ich mich mal so umgehört habe, nur Positives gehört. Also das ist auch echt ein cooler Service. Weißt du, seit wann es den gibt? Ich meine, kurz nach der WM 2006. Und mittlerweile ist es ja Pflicht, also schon über Jahre, dass es angeboten wird, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht, dass das Pflicht ist. Doch. Nee, ist aber ja super sinnvoll. Ja, klar ist das sinnvoll, aber... Es gibt eine Frage, mehr Sabine, als man glaubt, ja. Ja. Annette, und zwar, jetzt sind wir hier schon reingesprungen, so richtig ins, du sitzt in deinem Block 27 und schaust das Spiel, oder schaust, hörst im Endeffekt eben, bekommst das Spiel im Endeffekt ja auch so ein bisschen mitgetragen. Mich würde aber auch interessieren, wie läuft denn so ein Spieltag für dich ab? Ist das dann für dich morgens, wie reist du an? Kriegst du da schon die Atmosphäre mit? Könntest du da mal so ein bisschen, also wenn das okay ist für dich, wenn das für dich so persönlich ist, wie gesagt. Nein. Also würde mich total interessieren, wie läuft so ein Spieltag für dich ab? Es ist mir noch nicht zu indiskret. erstmal erledige ich meinen privaten Kram, so ne, mit dem Hund rausgehen, den nehme ich natürlich nicht mit ins Stadion und versorge den erstmal adäquat, dass der ordentlich Auslauf hat. Und dann gibt es eine Kooperation mit Köhler, ein Fahrdienst. Und der hat eine Kooperation mit Eintracht Frankfurt und die organisieren das, dass die Leute von zu Hause abgeholt werden und auch wieder nach Hause gebracht werden. Okay. Inklusive Begleitpersonen. Und das ist natürlich phänomenal. Super. Mhm. Oder habe ich das jetzt nicht ausreichend? Nein, das ist prima. Also ihr seid dann im Endeffekt, wahrscheinlich habt ihr irgendwo dann euren Parkplatz, werdet dann hingeführt. Hatte mich einfach interessiert, ob du vielleicht auch schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion kommst, eventuell da auch mit den Fans gemacht, dann in Kontakt bist schon. Genau, als es das noch nicht gab hier mit Köhler, mit dem Fahrdienst, da habe ich das schon mit Öffis oder auch privat, halt im Auto, aber selbstverständlich fahre ich kein Auto, ne? Ja. Das war ganz witzig. Ja, bald gekommen. Und dann klar hat man da Kontakt mit diversen Fans. Man kennt sich ja auch. Ich treffe so viele Leute da immer. Also auch unabsichtlich, einfach weil man sich kennt mittlerweile. Und wir im Block 27 kennen uns sowieso ziemlich gut jetzt über all die Jahre. Es wechselt immer mal. Es kommen mal welche dazu. Wie viele Leute sind das denn ungefähr, weißt du das? Das ist eine gute Frage. Das ist erweitert worden. Ich meine 25, aber okay. Vielleicht auch mehr. Da bin ich jetzt wirklich unsicher. Ich zähle die ja auch nicht durch, ne? So, Annette da.
Ich sage keine Daniel Luschen. Ja, auch wenn es der ist ja eh so laut, das ist ja unglaublich immer. Das ist, aber das, das ist schon ist natürlich, krass, ne? Ja, die Lautstärke, das ist dann sehr, also das ist das Einzige, was man dann noch hat, ne? Weil man hat die optische Kontrolle nicht und dann musst du schon dich sehr konzentrieren. Aber was ist denn, ist trotzdem geil. Für dich? Gerade weil es halt so laut ist, bist du dann empfindlicher? Also ich meine, es hört sich immer so blöd an, weil, naja, also irgendwie, keine Ahnung, wir kennen es ja jetzt nicht anders, ne? Aber manchmal denke ich mir, also jetzt hat man ja legt man besonderen Wert darauf, dass die Ohren halt irgendwie funktionieren. Und auch, ich glaube, diese Gewinne von dem, was ich immer mal wieder höre, überlagern sich dann, beziehungsweise hört man da vielleicht noch genauer hin, ist man dann empfindlicher oder ist es eigentlich scheißegal, wenn du im Stadion bist, volle Lautstärke, volle Lotte? Volle Lotte. Volle Lotte, ja. Ja, aber Support ist das A und O. Und ich, nee, auch da, nee, da ist man nicht empfindlich. Es ist halt manchmal, wenn jemand sehr leise spricht oder so im Vorbeigehen, hast du halt die Chance, nicht unbedingt die Stimme sofort zu erkennen. Ja, was klar. Mir sonst im Alltag eigentlich überhaupt nie passiert, dass ich die Stimme verwechsel, die ich kenne. Ja. Da stelle ich mir aber schon anstrengend vor, dann auf dem einen Ohr. Ich bin Schlags-K.O. anschließend, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, weil auf dem einen Ohr dann die Berichterstattung, also die Sehbehindertenmoderation dann da zu haben, wo du ja auch irgendwie zuhören willst, weil du ja auch wissen willst, okay, wie ist so der Spielablauf, was passiert. Auf der anderen Seite permanent dann die Akustik aus dem Stadion zu haben, auch die Anspannung, weil man natürlich auch will, dass sein Herzensverein da auch irgendwie gewinnt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das eine immense Belastung dann in dem Moment ist. Ja, aber das Positive überwiegt, ne? Ja, klar. Also es ist einfach geile Stimmung. Ich mache dir auch mit, ordentlich, ne? Deshalb gehen wir ja hin. Genau. So muss es sein, ja. Weil wir einfach die geilsten Fans sind. Genau und, so ist es. Nö, das irritiert mich nicht. Okay. Im Gegenteil, manchmal, es gibt Begleitpersonen, ich darf mir die aussuchen. Ja? Yeah. So Freunde, meine Freundin, mein Freund. Und die sind auch da immer ganz heiß drauf, weil das super Plätze sind. Weil ich hatte es schon erwähnt, dafür der Mittellinie. Wenn wirklich ist. Also die sind immer ganz begeistert, die Sehenden. Also ich aber auch. das ist einfach schön, so diese Gemeinschaft, dieses Abfeiern, ich finde es einfach schön. Das ist für mich ein Stück Lebensfreude und Party, ich kann es nicht anders sagen. Und wie gesagt, das ist halt die Leidenschaft, also Eintracht Frankfurt ist einfach für mich großartig. Und ich finde es einfach häufig blöd, wenn mir fällt das auf, dass, es hat sich schon ein bisschen gebessert, aber dass gerade die Männerfront häufig denkt, Frauen haben keine Ahnung vom Fußball. Und wenn du dann schon nicht mehr sehen kannst, denken die wahrscheinlich, du hast überhaupt keinen Plan mehr. Aber es gibt ja so viele Quellen mittlerweile. Mhm. Da kann ich mir so viele Informationen holen, wenn ich das will. Dass ich, glaube ich, schon ganz gut mitreden kann. Aber die Wahrnehmung, genau, wie du sagst, aber die Wahrnehmung dieses Spiels ist ja natürlich dann eine ganz eigene. Du hörst dann halt viel mehr. Also auf der einen Seite hast du wirklich das Spiel, was du von jemandem mitbekommst, der das erzählt, was so Sache ist. Und auf der anderen Seite hast du die Atmosphäre. Ist es denn dann auch so, dass man, wie wir das jetzt haben, ich stelle manchmal so ein bisschen lächerliche Fragen vielleicht, aber ne, das ist ja bei uns alles so ein kleines Herantasten. Hat man dann trotzdem so Lieblingsspieler wie... Na, unbedingt. Finde ich interessant. Ja, ja, genau. Aber dann erzähl mal, woran machst du das fest dann? Es liegt natürlich jetzt, also nur nochmal so eine kurze Szene, die ich letztens in der Sportschau zum Beispiel hatte. Ich ärgere mich und schimpfe genauso wie einer, der sieht, ganz klar. Weil das klar, Logo. Also, und deshalb feuere ich mir mehrere Spielbeschreibungen an, also Eintracht FM, die Sehbehindertenreporter, die machen das jetzt zur Zeit vom Wohnzimmer aus und halt die Sportschau zum Beispiel. So, und dann je nach Reporter, je nach Qualität, die hast du überall. Der eine macht's gut, der andere ist einfach nur blöd. Die gibt's ja nun mal. Und bei dem Spiel gegen Union Berlin war ja diese Szene mit Makoto Hasebe. Mhm. Ne? Also das 1:1 hätte ja nie fallen dürfen. Und solche Sachen, also die fand ich unglaublich. Unglaublich. Ja. Und das hatte ich dann dreimal bestätigt, dass man die Verletzung sah. Ne? Oder die verschiedenen Bildeinstellungen. Und das ist eben der Vorteil, dass ich mal sehen konnte und mir die Perspektiven relativ gut vorstellen kann dann. Ich kann es dann, wenn das jemand, man kann ja Bilder in Worte fassen. Ja. Ja, genau. Wer das gut kann, wer das beherrscht, ja, das ist eine echte Kunst und dem kann ich unheimlich viel abgewinnen.
und profitieren. Ja. Das glaube ich, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber das heißt dann im Endeffekt für dich dann auch, dass Lieblingsspieler du natürlich aber auch danach auswählst. Also ist da für dich auch dann beispielsweise die Stimme, wenn du mal die Interviews von denen hörst, relevant? Ja, ja, ne? Zum Beispiel. Also ich bin so ein Fußballromantiker leider. Und das freut mich immer sehr, wenn ein Spieler die Eintracht verlässt. Also ich bin jetzt schon wieder völlig irritiert, warum Martin Hinteregger mehr Geld bekommen soll, um ihn zu ködern. Warum? Ich habe daran nie gedacht, dass der irgendwie einen Gedanke haben könnte, die Eintracht zu verlassen. Ist das ein bisschen naiv, oder? Manchmal hat man diese naiven Momente, die müssen, glaube ich, auch manchmal einfach sein. Zum Glück gibt es sie noch, ja. Ja. Aber um Lieblingsspieler, so momentan ist es, glaube ich, für mich Hinti und Younes. Younes finde ich so überragend von seinem Menschsein auch. Also diese Interviews, ich finde ihn so authentisch. Also unheimlich beeindruckender junger Mann, finde ich. Mit Erfahrungen, ja, spielt ja auch ganz gut. Kann man ja auch nicht anders sagen, ne? Ja, ja, ist okay. Der nicht Zwerg. Der Schlechteste. Der Zwerg. Aber im Endeffekt, ja, du hast ja vollkommen recht, er ist ja ein sehr sympathischer Spieler auch. So, sorry, Dennis. Also ich habe auch hier bei der Konkurrenz mal gehört, bei dem Podcast, ne? Mhm. Den anderen und da war er ja auch zu Gast und also ich war total geflasht, muss ich super Typ. Kann man auch auf jeden Fall empfehlen, die Folge. Ja. 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 Ja, der Kleine. Dennis, du wolltest gerade noch was fragen. Genau. Annette, wie ist das denn? Jetzt haben wir sehr viel schon über Übertragungswege und so weiter gesprochen. Jetzt müssen wir ja alle in den sauren Apfel beißen. Keiner kann ins Stadion. Uns fehlt es ja allen. Ja. Wir nutzen dann natürlich hier Sky, um es zu schauen. Wie funktioniert das? Oder welche Option nutzt du dann? Nutzt du auch dann Sky und gibt es da dann einen Audiokommentar? Oder nutzt du dann im Endeffekt Radio klassisch, was ja meistens doch ein bisschen schöner erklärt ist? Oder sowas wie Amazon hat, glaube ich, immer mal so einen Service gehabt, der auch beschrieben hat. Haben sie noch Amazon, auch Konferenz oder auch Einzelspiele, aber finde ich qualitativ nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Was nutzt du denn dann davon? Eintracht FM am liebsten. Okay. Okay. Kennt ihr wohl nicht? Doch, natürlich kennt ihr das. aber das heißt, also du greifst dann da auf einen ganz normalen Radiokommentar zurück, weil du hattest gerade eben irgendwas gesagt, von wegen die Behindertenfanbetreuung würde dann da jetzt auch irgendwas anbieten oder hatte ich das falsch verstanden? Doch, nee, das machen die selber schauen es, glaube ich, auf Sky, ja. Okay. Und berichten aus dem Wohnzimmer praktisch. Nicht, was aktuell in ihrem Wohnzimmer passiert. Ja. Sondern das, was auf dem Bildschirm passiert. Also du hättest aber auch quasi die Möglichkeit, das, was du sonst im Stadion von denen bekommst, quasi jetzt auch zu Hause zu bekommen. Mhm. Genau, damit es irgendwie sowas per Telefon hat, ja. Okay, finde ich aber auch einen guten Service, also dass das dann auch weiterhin einfach angeboten wird. Man hätte ja wahrscheinlich auch einfach sagen können, so ey, ist Stadion und Stadion ist jetzt gerade nicht, tut uns leid und es hätte noch nicht mal einer irgendwie böse sein können, aber ich glaube, das zeigt dann halt auch wieder so ein Stück weit, warum wir diesen Verein so mögen, dass man sagt, komm, wir machen halt trotzdem. Ja, genau. Ja. Und dann halt Facebook oder so nutze ich halt auch. Da komme ich aber häufig an meine Grenzen. Also bei mir ist, überwiegend habe ich Facebook wegen der Eintracht. Und manchmal, wenn ich einen Post lesen will, sind das häufig Bilder und Fotos, die nicht beschrieben sind. Es gibt ja sozusagen auch Bildbeschreibungen. Das könnte theoretisch jeder machen. Und dann wüsste man, worum es geht. Dann bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nicht weiß. Da wird dann nur gesagt von VoiceOver, zwei Personen. Ja, da weiß ich gar nicht, wer ist denn das jetzt von der Eintracht? Worum geht es denn da jetzt gerade? Okay. Ne, da ziehe ich dann wenig Nutzen raus. Aber nichtsdestotrotz, dann gehe ich halt zum nächsten und Artikel oder Post und vielleicht steht da ein bisschen mehr Text. Oder es wird ja oft verlinkt zu irgendwelchen Berichten, Zeitungsberichten. Und dann lese ich diese durch. Stimmt, da macht man sich so ja gar nicht so Gedanken drüber, wenn man jetzt eben zum Beispiel die Aufstellung oder irgendwas postet und der Text ist halt einfach nur in dem Bild, dass in dem Moment natürlich die Menschen, die da eine Beeinträchtigung haben, mit dem Text auf dem Bild halt überhaupt nichts anfangen können. Nee, das ist dann ganz chaotisch. Ja. Ich bin natürlich auch neugierig auf die Aufstellung und die ist ja dann, was weiß ich,
20 Minuten vor Spielbeginn oder halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Zeit gibt, die bestimmt, aber ich bin dann auch immer schon ganz heiß, weil ich denke, oh, wir spielen heute, oh Mann, wie hat er sich denn jetzt entschieden? Weil unser Adi lässt ja nichts raus bei der Pressekonferenz, die ich übrigens auch immer sehr gerne höre. Und bin dann immer sehr, finde es sehr amüsant, was Journalisten daraus machen, ab und an. Also Zusammenfassung und so. Oder zitieren dann irgendwelche Aussagen von vom Hütter, die er ja nie so gesagt hat, finde ich, aber egal. Spannend, können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Ja. Und dann ist das wirklich eine sogenannte Grafik oder ein Foto und da steht da 33, 17, 16, 20, 19. Es wird erst die Nummern vorgelesen und dann, wenn du die nicht sofort parat hast, habe ich ja überwiegend aber nicht alle sofort parat, und dann kommen erst die Namen. Also es ist dann so ein Durcheinander, wie das vorgelesen wird. Ach, denke ich, komm. Wenn ich die 33, dann weiß ich schon, das Silva-Spiel ist gut. So. Und Hinti weiß ich natürlich auch. Ich habe ja auch ein Trikot mit der 13. Also von daher. Ja. Aber das ist ein bisschen unglücklich, dass man da... Das ist noch nicht so optimiert für Sehbehinderte. Das finde ich aber spannend, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da müssen wir beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie... Oder jetzt ich, Social Media tätig, auch immer noch mal mehr darüber nachdenken, Dinge zu optimieren, weil gerade so Bilder... Es ist gar nicht so schwer, Bilder zu beschreiben. Also da irgendwie, ich weiß rein technisch nicht, wie es funktioniert, aber man kann auch mit eigenen Worten das einfach machen. Oder, was weiß ich, Bild von bla bla bla, weiß ich jetzt nicht, von Younes und Hinti, was ich zum Beispiel gerne mag. Nein, aber ich glaube, das hilft da kriegt man einfach mehr mit. Und ich bin generell zufrieden, ich kriege alles das mit, was ich will. Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, wie Marvin sagt, ein wichtiger Punkt, weil gerade vieles in diesen ganzen Social-Media-Redaktionen ja drauf getrimmt ist, irgendwie mit Bildern zu haben, weil oftmals eher Beiträge mit Bildern von den Algorithmen der Systeme halt auch anders bevorzugt werden, mehr gepusht werden und so weiter, ja, so Eyecatcher und so. Genau. Und dabei vergisst man dann halt, dass man halt eine gewisse Zielgruppe einfach dann automatisch außen vor lässt, wenn man da keine Beschreibungstexte oder irgendwas dabei hat. Ich habe auch ein bisschen Verständnis sogar dafür. Ja, ja, aber trotzdem. Weil die Welt trotzdem, einfach optisch so tickt. Die Welt tickt ja nur optisch, ne? Ja, das und, stimmt. Und man weiß ja auch so vom Lernen und von der Merkfähigkeit, dass die Optik eigentlich so dominant ist. Dass dann, ne? Also Gesehenes behält man sich gut. Und Gesehenes und Gehörtes noch besser. Also in Kombination. Ja. Du hast vollkommen recht, aber trotzdem ist es ja, können wir natürlich auch uns ein bisschen daran festhalten, vielleicht auch Dinge zu optimieren. Ich würde mich freuen, also, Marvin. Weil ich glaube, das schadet ja dann nicht. Ne? Und ich denke, das ist sehr schön. Genau, und das ist gut, dass wir da halt nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das nehme ich auch nochmal mit und dann dementsprechend, weil, wie du richtig sagst, es gibt diese Möglichkeiten, ne? Und vielleicht dementsprechend, ich kann verstehen, dass man das in seinem Freizeitbereich dann vielleicht nicht macht, ne? Wenn man einfach nur ein Bild postet, aber wenn man dementsprechend vielleicht auch aus Arbeit, ne? Wenn man auch Geld dafür bekommt, dass man diese Bilder anfertigt, dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn die Rezipienten dann die Möglichkeit hätten oder Rezipientinnen die Möglichkeit hätten, halt den Alternativtext dann dafür zu lesen. Genau. Zumindest, wenn wir es schon mal geschafft haben, bei 1-2 Leuten, die dazu zu bringen, dass die da jetzt einfach drüber nachdenken, dann ist da ja schon wieder ein Schritt getan. Ich nehme das mit. Man nährt sich das ein Eichhörnchen, sagt man. Oder das Einhorn. Oder so. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, also spannendes, absolut spannendes Thema. Bist du eigentlich in irgendeinem Fanclub Mitglied? Ja. Gibt es einen speziellen Fanclub für... Nein, es gibt keinen speziellen Fanclub für Sehbehinderte. Es gibt aber den EFC ohne Grenzen und das sind diverse Menschen mit und ohne Behinderung oder wie man es nennen will. Ja. Handicaps oder... Ja. Cool. Ja. Und das ist dann auch dementsprechend, mit dem fahrt ihr ja doch manchmal auswärts? Einmal im Jahr haben wir das bislang immer gemacht und sonst fahre ich privat auswärts, aber auch jetzt nicht regelmäßig. Aber ich war halt schon in Dortmund, Wolfsburg, Gladbach, Nürnberg, ganz schrecklich, war ich nie wieder hin. Wolfsburg fand ich auch total abtörend. Du, ich sag nichts mehr zu Nürnberg, dann bekomme ich gleich wieder einen auf den Rüssel. Habe ich ein paar Mal gemacht, jetzt schwierig. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fühle dich. Ja.
Was ist denn so von der Atmosphäre her, weil du nimmst ja die Atmosphäre auch nochmal irgendwie ganz anders da irgendwie dann einfach auch wahr. Ich meine, wir beurteilen so Stadien dann ja auch nach, wie kommt man da hin und wie ist so Optik und irgendwie, aber du bewertest ja auch nochmal anders da. Was wäre denn für dich nach dem Eintracht-Stadion so das Nächste, wo du sagst, das ist cool so von Atmosphäre her und so weiter von denen, die du erlebt hast? Das ist eine schwierige Frage. Also, sagen, wenn es Licht gibt. Nee, es gibt nichts. Ich war ja selbst in Dortmund und da hat man immer so geschwärmt von dieser schwarz-gelben Wand. Ich glaube, das ist eher optisch auch wieder. Ja. Dass das so imposant ist, ne? Dass das so brachial ist. Weil es so steil ist und ne, so präsent. Aber so von der, also ist schon, die Stimmung ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, da ist nichts los, wie jetzt in München oder so. Aber nee, also akustisch finde ich einfach das Waldstadion oder der Deutsche Bank Park. Wunderbar. Wir sagen unschlagbar. Waldstadion. Ja, aber, genau. das ist es halt auch, ne? Es kommt ja dann wirklich massiv dann jetzt bei dir auch auf die Akustik drauf an, ne? Ich meine, ich weiß auch, es gibt ja immer wieder so Stadien, wo ich denke, also wo ich es ganz schlimm finde, immer noch, ist München. Ja, weiß nicht, ob du da mal warst. Da war ich, nee, bist du wahnsinnig. Ja, so. Da will ich nicht hin. So, aber ganz ehrlich, auch von der Akustik her, hättest du nichts gewonnen, ne? Also, ich muss echt sagen, nicht geil. Ja. Nee, glaube ich. Nee, das wäre mir der Weg nicht wert. Aber ich war natürlich auch im Ausland schon, ne? Ich war das berühmt-berüchtigte Chelsea-Spiel. Okay, geil. Als das Martinsche verschossen hat, oh Mann, bin ich jetzt noch ganz betroffen. Und war ich denn noch in Rom? Okay. Und in Salzburg, als das Spiel da verschoben wurde, wegen Sturm, mussten wir uns noch ein anderes Hotel suchen. Was eine Geschichte damals, oder? Oh, wie ätzend. Wir haben gedacht, scheiße, und du hast ja fast nichts mehr gekriegt. Kein Zimmer. Es war richtig schwierig. Ja, wo seid ihr denn dann untergekommen? Also das ist ja so ein Ding, das ist ja die letzte Auswärtsreise auch für mich gewesen. Wie habt ihr das denn dann gemacht? Wo seid ihr dann untergekommen? Also ich war mit einer Freundin unterwegs, wir sind mit dem Zug dahin gefahren. Und frage mich nicht mehr nach dem Hotel. Und das andere war so eher privat, dann noch die letzte Nacht, also die Plusnacht. Also es war alles ein bisschen chaotisch. Aber ich fand halt so generell, wenn man so auswärts fährt, man wird ja nicht gerade lieb behandelt, ne? In den Stadien. Also gerade da Chelsea fand ich schon schräg. Die haben uns teilweise den Ausweis weggenommen und wir sind da rumgeirrt und wussten gar nicht, kriegen wir unseren Ausweis wieder, gibt es hier keinen Block irgendwie für Sehbehinderte oder überhaupt für, wir hatten doch schließlich Karten, das war ein bisschen chaotisch. Und in Rom waren die auch total patzig. Also das war eigentlich, also man war trotzdem geil, ne? Also die Atmosphäre und man hat ja dann da auch ein bisschen Urlaub gemacht gleichzeitig. Wir hatten viel Spaß, aber so direkt im Stadion, das war nicht so gut organisiert, fand ich. Okay. Und das habe ich auch von anderen Fans gehört, dass sie da nicht so begeistert waren von der Gastfreundlichkeit. Rom war ein schwieriges Laster. Ja, wir saßen letztendlich nämlich ganz allein, meine Freundin und ich, in einem ganzen Block mit irgendwelchen Blumen um uns rum. Wir haben gedacht, oh Gott, sind wir Schwerverbrecher? Das war schon krass. Ja. Ja. Aber ich würde es immer wieder tun, immer wieder. Nur nicht fliegen. Ich habe so furchtbar Flugangst, aber sonst. Okay. Ich fahre immer mit dem Zug hin. Da, wo es eben geht. Spannend. Ist ja auch besser für die Umwelt, um hier da kommt, da kommt er wieder zu bringen, ne? Das ist das Argument. Ja. Ja, lasst uns nicht so viel an Stadionbesuche und Auswärtsfahrten denken. Ich glaube, das ist gerade kein Thema, was die Stimmung allzu sehr hebt. Ja, das stimmt wohl, ja. Das stimmt, ja. Ja. Gut. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich mal wieder. Wollte nur noch fragen, Annette, habt ihr denn auswärts dann besondere Plätze dann gehabt? Oder also wie halt bei der Eintracht? Oder das war eben nicht so gut, das war eben nicht so gut geregelt. Nee, anscheinend gibt es das in anderen Stadien gar nicht im Ausland. Okay. Und die wussten nicht, wo mit uns hin. Okay. Doch, warte mal, in Chelsea, doch, warte mal, da war was. Aber ich weiß jetzt nicht, da waren auch Rollstuhlfahrer. Okay.
Nach Chelsea war eigentlich dann, als wir dann da richtig eingeteilt wurden, also in unseren Blog gebracht wurden, ja. Da war es eigentlich sehr nett, muss ich gerade so reflektieren. Also vorher nicht so, bis es dann klar war, wo wir hingehören. Meine Begleitperson und ich. Und dann waren wir aber da wie auf so einer Art Terrasse. Das war eigentlich ganz nett. Und da war auch ein James da, der hieß so, ein Engländer, sehr charmant. Und der hat wirklich die Leute da bedient mit Getränken und mit. Cool. Das war total cool. Und der hatte einen typisch englischen Humor. Sehr nett. Sehr schön. Aber das ist ein sehr guter Support, kann man nicht sagen. Ne? Ja, doch, da war es wirklich gut, das stimmt. Du buchst das aber privat oder machst du das über die Eintracht irgendwie mit? Über die dann Eintracht auch. Über die Eintracht. Ja, die Reise nicht. Ne? Da, das ja, aber das Ticket dann ja. quasi. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Das heißt aber auch, da gibt es dann auch in anderen Stadien noch so ein bisschen Nachholbedarf, wie man eben mit Fans mit Beeinträchtigungen dann quasi. Genau. Soweit ich das beurteilen kann. Ich kann das nicht pauschalisieren. Ja, gut. Zumindest in den Stadien, die du erlebt hast, scheint es ja jetzt doch eine sehr große Bandbreite an Erfahrungen gewesen zu sein. Genau, die wussten eigentlich nirgendwo, auch in Salzburg, nicht wohin mit uns. Okay. Und wir hatten ja auch etwas auf unserem Ticket stehen, ne, wo wir hingehören. Und da saßen wir nie. Okay. Egal, Hauptsache dabei. Ja gut, wer sitzt im Stadion schon auf dem Platz, was auf dem Ticket steht? Also ist ja. Okay, ist langweilig, ne? Waren andere Leute auch nicht, also warum sollte man damit jetzt anfangen? Das stimmt. Ja. Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du mal uns in deine Gedankenwelt auch reinlässt und auch in die Welt, weil ich finde das echt interessant, auch mal mitzubekommen, wie das funktioniert und gerade auch, wie es bei der Eintracht organisiert ist. Da höre ich sehr, sehr viel Positives. Das ist schön, dass man da dementsprechend auch so gut betreut wird. Ja. Und das macht halt dieses Fußballspiel, ne, wo man ja immer, ne, wenn man so irgendwie denkt, naja, das muss man sehen. Nein, das musst du gar nicht, wenn dir das gut genug erklärt wird. Und ich glaube, es könnte tatsächlich auch so ein bisschen es könnte so ein bisschen auch ein Plädoyer erneut auch so fürs Radio sein, denn ich gehe mal davon aus, Radio, vielleicht jetzt mittlerweile auch Podcast, das ist schon so dein Ding, ne? Ja, unbedingt. Ja. Was hörst du so, liebste Radiosender? Kannst alles nennen. Da ich ja weiß, ne, wo du arbeitest. Ja, nee, du kannst einfach Fahr sagen. Auf keinen Fall der HR. Kannst auch einfach Fahr sagen, nein, Spaß. Also, wirklich in der Tat, ich höre wirklich viel HR3, so im Alltag. Mhm. Ich höre aber auch gerne Planet Radio. Ich wollte gerade sagen, gibt es Planet Radio noch? Ja, gibt's noch. Und auch mal HR Info, aber das ist ja dann auch so eine Dauerschleife, ne? Wenn du lang genug hörst. Ja, ohne Scheiß. Zeit habe ich auch gar nicht. Und 40 Minuten Maximum, ja. Genau, ja, dann fängst du auch wieder von vorne an, Marvin. Ja. Wenn du es dahin nicht verstanden hast, dann rum. Ja, was denkst du? Ich mache manchmal 2 Stunden, dann will ich wenigstens die ersten 20 Minuten verstanden haben. Verstehe. Ja, und sonst, ich höre gerne Podcast halt und die höre ich auch oft beim Gassi gehen. Okay, super. Ja, zum Beispiel Mundstuhl. Höre ich manchmal am frühen Morgen schon, die finde ich so geil. Sehr cool. Darüber so lachen muss. Und dann so kann man den Tag starten. Auf jeden Fall. Obwohl es der größte Blödsinn eigentlich ist, glaube ich. Ja, aber. Ich finde Humor ist eh das A und O. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Annette, aber prinzipiell, jetzt hast du ja heute mal die Möglichkeit, hier in der die Plattform zu nutzen, um zu sagen, das stinkt mir total oder das wäre super, wenn man das noch ändern würde. Gibt es denn irgendwas, was dich so im Gesamten, also insbesondere natürlich, wenn es jetzt gerade auch mit der Eintracht oder mit dem Fußball oder mit Erlebnissen da zu tun hat, gibt es denn was, wo du sagen würdest, ah, wenn man das ändern könnte? Jetzt hast du ja schon gesprochen gehabt mit den Bildern und sowas, das war ja schon super, super Feedback, dass man damit was anfangen kann. Aber gibt es doch irgendwas, wo du sagst, ach, spontan fällt mir das ein, das stört mich, das nervt mich, vielleicht ist eine Kleinigkeit für die Leute, denn man muss ja immer sagen, das Problem ist ja, die Leute sind meistens unaufgeklärt oder auch unsicher im Umgang, auch sicherlich mit dir, dass du sagst, ach, die Leute, meine Güte, die benehmen sich hier, als hätten sie jemanden, der bescheuert ist neben sich, ich bin ganz normal, ich kann einfach nur nicht sehen.
Das sind ja so die klassischen Sachen, die ich auch, wenn ich mal mit Leuten in Kontakt komme, das ist meistens leider selten, oder in Anführungszeichen zum Glück selten, ja, die sehbehindert sind. Aber deshalb gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wird mir nochmal auf der Seele brennen, das will ich nochmal loswerden, damit man einfach mal eine größere Masse, ich weiß nicht, wie groß dein Freund- oder Bekanntenkreis sonst so ist, aber oder über Facebook, aber vielleicht hast du hier die Möglichkeit nochmal was, dass du sowas sagen willst, oder wenn nicht, oder fühlst dich jetzt überfahren, musst du auch nichts sagen? Nein, ich denke die ganze Zeit nach, ich bin um jeden Satz dankbar, den du noch ausformulierst. Sag das nicht, dann redet der stundenlang, das kann der ohne Probleme. Das gibt mir Gelegenheit, noch ein bisschen nachzudenken. Also Menschen kann man ja grundsätzlich nicht verändern, was einfach im Alltag immer schön ist, oder im Stadion, wurscht, egal wo man hinkommt eigentlich, dass man primär als Individuum gesehen wird, als Mensch, und nicht jetzt, ach, das ist die, die nicht sehen kann, dann ist die bestimmt noch nicht ganz dicht, oder die hat bestimmt noch eine andere Behinderung, oder wie man das nennen will. Behinderung ist ja eh so ein blödes Wort. Ja. Das sind so Dinge, die finde ich einfach, aber das ist ja der Spiegel der Gesellschaft. Das, ne, das geht einem ja auch mit allen möglichen Randgruppen so. Ne? Und ich schließe mich da nicht total aus, aber jetzt, was zum Beispiel Homosexuelle oder so betrifft, da denkt man vielleicht, ah, klar, die sind alle top gepflegt und so. Das, was man so, ne, das Bild, was die Gesellschaft so hat, was man so dann vielleicht unbewusst übernimmt, aber ich finde sowas ja schäbig. Einfach mehr Offenheit, Toleranz, mein Gott, das hat sich keiner, oder die wenigsten haben sich's ausgesucht, ob sie nun sehen können oder nicht. Ne? Und ich habe es vorhin zu René gesagt, wenn einer fragt, hast du Bock auf Krebs, wird auch keiner sagen, ja, hätte ich gerne mal ein bisschen. Ne? So auch mit Sehbehinderung. Ah, ja, es ist wohl so, schwarzer, ja, Humor, aber es ist ja so, es sucht sich keiner aus, und das muss man sich einfach bewusst machen. Hm. Und selbst Menschen, die es sich aussuchen, unter ganz harten Umständen, die sich vielleicht umbringen wollten oder so, da können ja auch Unfälle passieren, dass man dann nachher, stimmt, ja, Also schwerbehindert aus der Sache kommt, was ja sehr traurig ist. Dann ist ja die wichtigste Frage, Äppler oder Bier, falls man uns mal sehen, muss man dich ja dann mal einladen, wenn man es darf, ja, natürlich. Natürlich, nee, klar. Was ist eher, Äppler oder Bier? Ich hasse Bier. Und Äppler ist auch nicht deins, ja? Doch, finde ich okay, wenn es ein bisschen gemischt ist, ein bisschen gestreckt ist, okay. Aber nur Sauergespritze, ne? Wieso ist das sonst das Stilbruch? Also es gibt ja Süßgespritze ist für viele ja so ein No-Go, will ich meinen. Ja, aber manchmal werden da Ausnahmen gemacht, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt haue ich den Dennis mal in die Pfanne. Der hat so lang Apfelwein mit Cola getrunken. Also ich glaube, es sollte alles erlaubt sein. Ja, komm, damit bin ich aber auch groß geworden, Äppler mit Cola. Also. Seit wann macht er das nicht mehr, seitdem er Papa ist? Seit Corona wird man so stehen, ja. Wahrscheinlich einfach nur seit Corona, seit wir uns halt nicht mehr gesehen haben. Seit Corona habe ich das im Stadion nicht mehr getrunken, genau. Tatsächlich. Nette Ausrede, Dennis. Nette ja, Ausrede. Genau. Ja. Sehr schön. Oh je. Sehr schön. Also, falls wir dich mal am Stadion sehen, dann geht die erste Runde Äppler definitiv auf den Ich erkenne euch nicht optisch. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Ja. Wir sind doch so laut, so Schnattertanten. Du hörst uns doch dann auf jeden Fall schon auf 5 Kilometer Entfernung. Kriegen das irgendwie gelöst. Ihr wart ja schon mal da, irgendwo auf einer Bühne. René, hilf mir mal, wo das war. Ah, Waldbühne. Auf der Waldtribüne. Ja, beim Museum. Genau. Hm? Und dann war ich mit einer Freundin da. Und da habe ich gesagt, das sind die doch von dem Podcast, den höre ich doch schon Jahrzehnte. Und eigentlich würde ich da gerne mal hin. Ich würde einfach mal gerne Hallo sagen. Und ich habe es mich nicht getraut. Dann sollten wir das auf jeden Fall, dann müssen wir wohl einfach die Initiative ergreifen. Und dann machen wir das. Hoffentlich ganz bald, wenn das dann zum Laufe der neuen Saison dann wieder funktioniert. Ne? Echt so lang noch? Ich glaube, das dauert noch so lange. Ja, ich glaube ja. Oh Mann, ich hoffe doch so auf diese Tests und dass es dann wieder geht. Dass man. Ja. Ich fände das so gut. Ich wollte jetzt vielleicht gar keinen Corona-Talk machen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir. Also, vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben am 34. Spieltag. Ganz ehrlich, vielleicht würde da kann ich mir mit viel Wohlwollen ein bisschen was vorstellen, aber da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen. Aber wenn wir dann natürlich in die Champions League einziehen, müsste man das sagen, ja natürlich. Ich habe gerade gelesen heute, das ist ja wie die Meisterschaft für den Adi. Also.
Da habe ich heute gelesen. Also ich glaube, Einzug in die Champions League wäre wie eine Meisterschaft. Dann lasst uns doch einfach darauf einigen, wenn das erste Champions League-Spiel ist, treffen wir uns alle im Stadion und singen gemeinsam die Hymne. Und das sollte doch das Ziel sein. Ich glaube, da ja, sind wir alle. Ja, das sollte das Ziel sein, aber wenn das nicht der Fall ist, dann liegen wir weinend halt zu Hause, jeder auf seinem Bett. Keine Angst, die nächste Saison kommt dann bestimmt. Nee, das machen wir auf alle Fälle am besten noch in diesem Jahr. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. Das ist safe. Das sollte das große Ziel sein, genau. So, genau. Dann dafür müssen wir aber natürlich, und das ist jetzt hier Überleitung des Todes, am Wochenende vielleicht auch mal Dortmund so ein bisschen in seine Schranken weisen. Du hattest ja schon gesagt, gelbe Wand war jetzt für dich nicht so beeindruckend. Ja, ich habe halt zwei Brüder, die Dortmund-Fans sind. Ja. Ich habe so richtig Aversion, verstehst du? Okay. Weil? Ja, weil meine zwei Brüder Dortmund-Fans sind. Ja. Also von drei Brüdern zwei. Das ist doch assi. Und haben die viel Angst jetzt vor dem Wochenende? Um ehrlich zu sein, ich frage die nicht danach. Okay. Ist mir wurscht. Hätte ja sein Ja. Vielleicht gucken wir erstmal so auf die Personalien, wer so nicht verfügbar ist auf den jeweiligen Seiten. Ich habe mir das mal rausgesucht. Also auf Dortmund-Seite fehlen auf jeden Fall Witzel, der hat einen Achillessehnenriss. Moukoko ist angeschlagen mit einer Prellung. Schmelzer hat Knie-OP. Reus hat eine Prellung. Sancho fällt aus wegen Muskelbündelriss. Und Sagadou hat auch Knie-OP. Also die sind auch schon so ein bisschen gebeutelt, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass da jetzt gar keiner mehr im Kader ist, der Fußball spielen kann. Die haben ja einen relativ breiten Kader. Ja, dann kommen wir zu unserer Seite. Die sieht jetzt auch nicht so berauschend aus. Hasebe fällt aus mit 5. gelber Karte. Hinteregger immer noch so ein bisschen fraglich. Ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, heute nochmal zu einem Spezialisten gereist. Soll morgen zurückkommen und dann wird sich klären, inwieweit er zur Verfügung steht oder nicht. Touré wissen wir ja sowieso schon, dass der noch länger ausfallen wird und wahrscheinlich diese Saison nicht mehr wiederkommen wird. Durm ist auch noch mit so einem kleinen Fragezeichen, wobei der ab heute oder seit heute auch wieder im Mannschaftstraining dabei war. Also es könnte sein, gut, dass wir da auf der rechten Seite zumindest da eine Alternative haben. Ja, und dann kam vorhin noch die Meldung rein, dass Ache mit einem erneuten Sehnenriss im Oberschenkel war es, glaube ich. Ja. Jammer, ne? Ausfällt für den Rest der Saison. Bitter. Diesmal jetzt nicht auf der Innenseite gerissen, sondern auf der Außenseite. Also richtig bitter für den Kerl. Er hatte, was hatte ich vorhin gelesen, 5 Einsätze, die ja alle auch eher Einwechslungen waren. Also die Saison ist halt echt gebraucht echt für den Kerl. Ja, und du hast hier, weil noch fehlt es Rode, der heute auch nur individuell trainiert hat. Ach, also da bin ich mal gespannt, ob er auch dann zur Verfügung steht. Also auf jeden Fall auch krass. Und Ragnar Ache ist natürlich echt bitter, weil ich glaube, er braucht auch einfach, hätte ein paar Spiele, ein bisschen Spielzeit gebraucht, um ranzukommen. Hoffen wir mal, dass er in der nächsten Saison dann angreifen kann. Aber gut, das ist natürlich. Er wäre jetzt wahrscheinlich gegen Dortmund auch nicht ein Startelf-Kandidat gewesen, wäre aber durchaus jemand gewesen, den du je nach Spielverlauf mal einwechseln kannst, den du einfach auch nochmal reinbringen kannst, um da auch nochmal ein bisschen. Ja, vielleicht auch mit der Doppelspitze immer froh, ne? Wenn wir noch jemanden auf der Bank hatten mit dem Niveau, ne? Genau. Naja, das ist ja auch insofern gar kein Problem. Ich meine, guck mal, die Optionen, wenn du sie hast, ne? Wenn du wirklich jemanden wie Ache nochmal reinbringen kannst, der sich in den letzten Wochen ja doch immer wieder als Einwechselspieler hervorgetan hat und auch den einen oder anderen positiven Akzent gesetzt hat, dass dir das halt jetzt flöten geht und also ein Mangel an Varianz da vorne ist ja eh nicht so richtig dick besetzt. Können wir froh sein, dass wir halt diese beiden Stürmer da auf der ganz vorne haben. Also das ist schon schwierig und das nimmt mich mit, weil jetzt leider halt wirklich die Zahl der Verletzten und Angeschlagenen wirklich ein beträchtlich und beängstigendes Niveau annimmt. Du hast ja eben schon angesprochen, in der Defensive, ich sage es ganz ehrlich, Hinteregger, den kannst du nicht dauerhaft ersetzen. Ja, und wenn wir dann jetzt sehen, wir spielen jetzt gegen Dortmund und die haben diese, ich nenne sie jetzt mal Wunderwaffe Haaland da vorne drin und dann hast du eine zerstückelte Abwehr, wo dir ein Hinti fehlt, wo dir auch ein Hasebe irgendwie fehlt. Da machen wir schon so ein bisschen die Gedanken, was uns da einfallen könnte oder was dem Adi da einfällt, wie man da einen Haaland irgendwie stoppen kann, weil wir haben ja in verschiedenen Spielen durchaus gesehen, da reicht halt auch manchmal so eine kleine Unaufmerksamkeit und dann hat er diesen Moment und dann macht er das Ding halt auch. Ja, aber Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, eins mehr schießen als der Gegner wäre immer eine gute Variante, ja, aber
jetzt irgendwie 12:12 ausgehen muss es jetzt für mich auch nicht. Also das weiß ich nicht, ob ich das so nervlich mitmachen würde am Ende. Aber das danach ist ja werden wir ja nicht gefragt. Das ist leider auch richtig, ja. Dann werden wir kein Eintracht-Fans. Ja, das ist leider auch richtig, ja. Aber das ist ja trotzdem eine ganz interessante Frage, auch wirklich zu sagen, ja, sollte die Eintracht vielleicht auch dementsprechend offensiv zu Werke gehen, dass du sagst, ich meine, erinnern wir uns an Adi Hütter, der zuvor ja schon auch die Idee hatte, auch gegen die Bayern mit zwei Stürmern zu starten, also Jovic und Silva, wäre das denn jetzt wieder erneut eine Variante, weil wir halt eben, wie Annette das vollkommen richtig gesagt hat, davon ausgehen, Gegentore fangen wir dann müssen wir halt mehr schießen. Annette, würdest du das gut finden? Wenn wir mehr Tore schießen, na klar. Oder wegen des Doppelsturms. Ja, Doppelsturm erstmal. Ja, naja, ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher da mit Luka Jovic. Ich finde ihn als Joker ganz okay, aber wenn die zusammen auf dem Feld waren, er arbeitet ja jetzt ein bisschen mehr, auch nach hinten bedingt, aber ich weiß nicht, war da nicht ganz so glücklich. Jetzt, aber das finde ich ganz interessant. Das finde ich ganz interessant. Was sagen denn die Kommentatoren, also die dich dann dementsprechend betreuen, wenn du im Stadion die bist? Betreuen was, ja, also nicht betreuen, aber beziehungsweise mit dir sprechen und dir das Spiel sagen. Sagen die dann auch manchmal, Alter, das war aber eine scheiß Aktion. Sagen die sowas oder bleiben die da ganz neutral? Würde dich mal interessieren. Wenn, nee, du, warten, ja, wenn du das machen würdest. Alter, ich glaube, ich würde das Spiel nicht kommentieren, ich würde sagen, Alter, Mann! Das machen die auch. Die haben schon die Eintracht-Brille auf. Aber das finde ich auch schön, deshalb geht mir auch hin. Authentisch also, dann, so, ja, super. Ja, genau, wenn die jetzt super neutral werden, das sind ja nun mal alles Eintracht-Fans und nee, das sagen die dann schon, oh mein Gott, den musst du doch machen oder so. Aber ich hatte halt jetzt die Situation noch nicht mit dem Doppelsturm, weil ich ja nicht mehr im Stadion war, seitdem nee, unser Luca da ist. Ne? Stimmt. Aber da kenne ich es halt jetzt hier von Eintracht FM und den Sebeden-Reporter schon und die sagen das dann halt schon, dass das noch nicht so funktioniert, das Zusammenspiel. Ne? Also das aber ja, das gut. Hat man ja vom Spielverlauf auch. Ja. Aber ich denke, unsere Doppelzehn macht das schon ganz gut. Ja, ich hoffe halt, dass Younes gesund zurückkommt und ja, der kriegt ja nicht so viel Einsatzzeit. An den das letzte Mal war ja lächerlich. Ne? Nee, das war das letzte Mal echt lächerlich. Ja. Ja. Und die zwei finde ich wirklich gut. Kamada ist ja, der polarisiert ja sehr, aber ich bin absoluter Fan von Deitsch. Ja, hat er jetzt auch, hat er nicht auch jetzt bei den Länderspielen irgendwie ein Tor gemacht? Doch, ich hatte auch was gelesen. Ja, habe ich auch gelesen, ja. Ja. Also, ich glaube schon, um die Frage von Marvin nochmal aufzugreifen, ob man vielleicht an der Stelle mehr das Glück in der Offensive suchen sollte. Ich glaube schon, dass du es gegen so eine Mannschaft wie Dortmund durchaus machen kannst, weil sie dir Räume anbieten werden. Sie haben ja auch definitiv den höheren Druck, weil ich sag mal, wenn wir nicht gewinnen, dann ist für uns halt immer noch nichts passiert. Dann haben wir halt den Abstand auf Dortmund nicht gehalten, aber damit geht ja die Welt erstmal noch nicht unter. Und Dortmund hat definitiv den größeren Druck, weil ich glaube, für die ist eine Saison, wo die nicht mindestens in die Champions League kommen, ist schon eine richtige Kacksaison. Also von daher... Ja, aber da können die doch mal durch. Ja, natürlich können die da mal durch. Das ist ja, auch vollkommen in Ordnung. Aber sie werden halt schon, glaube ich, Räume haben, die wir offensivtechnisch nutzen können, weil die werden jetzt nicht auf Fünferkette und Abwehr spielen, sondern die werden schon von vornherein versuchen, da irgendwie die Buden irgendwie zu machen. Das ist ja auch so deren Spielstil. Und du hast gerade eben die Doppelzehn angesprochen, da haben wir ja auch durchaus so den einen oder anderen, der auch in der Lage ist, da mal so einen Raum zu finden, in den er da mal irgendwie reinwuseln kann. Also ich glaube schon, Offensive wäre da das Mittel der Wahl. Oder Dennis? Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ihr habt ja vorhin schon die ganzen Verletzten aufgezählt und wir kommen ja auch gleich zur Aufstellung. Yes. Ich bin gespannt, inwieweit wir sozusagen da ein stabiles Gerüst auch im Mittelfeld hinbekommen, denn wir wissen ja alle, dieses Geplänkel im Mittelfeld, normalerweise, wir brauchen eigentlich eine starke Doppel-Sechs, um eben auch vorne diese Lücken nicht zu groß werden zu lassen. Und da bin ich so ein bisschen momentan überfragt, wer da spielen soll, denn es sind doch die ein oder andere Ausfall ist ja zu bemängeln. Und wir haben ja schon gesagt, auch so diese Optionen, die du halt hattest, und das war halt ein Luxusproblem auch, dass du gesagt hast, ach naja gut, hinten ist jetzt eigentlich die Dreierkette besetzt, ziehst du eine Hasebe wieder nach vorne in die Doppel-Sechs, was ja auch gut funktioniert hatte. Jetzt fällt natürlich so jemand aus, der diese Position so hervorragend einfach
wo es eigentlich egal war, ob er hinten in der Dreierkette oder dann doch nach vorne in die Sechs gezogen wurde, das tut schon extrem weh. Und es ist natürlich bitter, dass das in so einem Spiel ist, weil ihr habt schon richtig gesagt, für Dortmund geht es hier um extrem viel, was uns wahrscheinlich wirklich Räume lässt. Jetzt muss man natürlich schauen, es ist eben immer noch Dortmund mit einem doch ordentlichen Kader und Haaland hat ja auch wieder gezeigt, letzte Woche gegen Köln hat er, glaube ich, ja wieder doppelt getroffen. Dortmund ist ja jetzt wirklich nicht super schlecht. Die sind natürlich unter ihren Erwartungen, die sie sicherlich haben, aber super gefährlich. Und es, momentan ist wirklich für mich ein bisschen schwierig, deshalb freue ich mich jetzt schon, wenn wir zusammen die Aufstellung mal besprechen, um zu gucken, wie ihr aufstellen würdet. Aber du hast ja vollkommen richtig gesagt. Ich will noch mal ganz kurz einen Punkt ansprechen. Es ist ja so, dass halt bei Dortmund halt auch die viele Spieler wieder zurückkehren, ne? Die dementsprechend uns auch, sag ich mal, die Hölle heiß machen können. Ja, wenn ich höre, dass Guerrero wieder im Training ist, Reus auch, der zuletzt ausgefallen ist. Ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt, wenn die beiden jetzt auch noch mal eine Woche länger ausgefallen wären. Nee, den Gefallen tun sie uns halt leider nicht, ne? Ja, und du hast ja auch immer noch so Spieler wie in Bellingham, wie ein Hazard, der ja auch immer mal wieder einen lichten Moment hat und so weiter. Also da sind ja schon auch noch ein paar dabei, die man da jetzt nicht komplett außen vor lassen kann. Ne? Nee, aber ich denke, Angst müssen wir nicht haben. Nö, Angst definitiv nicht, aber es wird mal wieder eine ordentliche Herausforderung werden. Na gut, aber... Annette, hättest du denn Lust, uns mal deine Aufstellung mitzuteilen? Ausgerechnet ich. Ja. Ach, ich geb dir einen kleinen Tipp, Trapp steht im Tor. Danke, das hat mir jetzt wahnsinnig weitergeholfen. Ja, so bin ich. Also rechts. Fühlt sich schon gut ein hier im Podcast. Also der Isanka, der ist ja auch nicht gerade immer sehr beliebt gewesen, aber der macht sich dann der Abwehr, finde ich, ganz gut. Ja, okay. Dann bin ich rechts hinten. Ja, da kann ich in die Mitte, mein Gott, da geht's schon los. Also links hier unser Ndika, ist klar. Ja. Mhm. Aber wer fehlt denn in der Mitte? Wer könnte denn da hin? Tuta wäre ja als Rückkehrer wahrscheinlich eine Option auf der rechten Seite. Ja, aber der spielt ja eher rechts. Der dann rechts ab. Dann wäre Ilsanka dann eher in der Mitte. In der Mitte. Ja, und das wäre, weiß ich nicht. Na gut, aber was haben wir denn an Alternativen? Genau. Ein Hasebe ist nicht da. Ein Indika, ein Hinteregger, der Hinti das ja auch gut gemacht hat, ist auch mehr als fraglich. Da haben wir halt keine Alternative. Also man könnte ansonsten noch, nee, Touré geht ja auch nicht. Nee, hast du nichts. Touré geht auch nicht. Gut, dann müssen wir es ja so lassen, ne? Ja. So, dann, und dann davor, ja, dann mit der Doppel-Sechs. Also GB, klar. Ja. Mhm. Und da Hasebe ist halt einfach eine Traumsetzung da. Ja, aber der so. Ist... Wahnsinnig, der ist, weiß ich ja. Fünfte Gelbe, ausgerechnet. Oh Gott, wer kann denn da, wer ist denn da stabil in der Mitte, mein Gott. Packen wir Rode rein. Ja, ist halt jetzt die Frage, wenn er denn kann. Also wenn er fit wäre und spielen kann, wäre er für mich dann schon nach Hasebe die bessere Lösung, weil... Ja. Ist halt jetzt so ein bisschen so die Schwierigkeit, ne? Ich meine, du hast jetzt auch, du merkst halt, ne? Es sind genau diese Wochen, wo jetzt viel zueinander kommt, ne? Ich meine, klar, ist vollkommen richtig. Wir mussten auch auf unseren Geldbeutel aufpassen, dass wir dann Leute wie Chor verliehen haben. Ne? In solchen Situationen wäre das natürlich eine Möglichkeit, wo er mal reinrücken könnte. Ne? Jetzt ist er nicht da. Jetzt aber wäre jetzt wirklich die was Frage... Was ist mit Willems auf der Position? Ja, theoretisch schon, aber ich glaube, Hütter vertraut nicht auf ihn. Ist der Einzige, der zuletzt immer auf der Bank war und nie eingewechselt wurde. Ja, aber ist hat jetzt er nicht mal die heute sogar Geburtstag? Ist 27 geworden. Ja. Okay. Willems, ja. Aber es wäre jetzt mal wirklich die spannende Frage. Jetzt mal angenommen, ein Rode ist nicht fit. Wir haben keinen Chor mehr, Willems kriegt kein Vertrauen. Wen hätten wir denn dann noch, wenn Ilsanker schon in der Innenverteidigung spielt? Der sollte auch nie mehr auf der Sechs spielen, wie ich finde. Ja, ja, danke. Bevor du am Ende nur 10 Mann aufstellen kannst, weil du keinen hast, dann wirst du ihn da im Zweifelsfall schon hinstellen. Oh, nee, der ist nein, ja schon hin. Bitte nicht. Ja, deswegen sage ich ja, das geht ja der auch. Ist ja schon weg. Genau. Ja, das ist gute Frage. Also ich will Barkok auch nicht da sehen, weil der ist für so Fehler auf der Position ist halt schon krass. Also dafür ist er einfach doch zu verspielt. Und auch ein Rustic wäre ja noch eine Möglichkeit, den du da stellen könntest. Wäre der Einzige, der mir tatsächlich einfällt. Weiß ich nicht, wie die Defensivarbeit natürlich dann ist. Ne? Das ist halt genau, das ist halt genau der Punkt. Also mir würde tatsächlich, wenn Rode nicht fit ist und wir nicht nur mit einem Spieler auf dieser Position spielen, was ich auch in Wagnis finden würde, dann hättest du tatsächlich wahrscheinlich nur einen Rustic und der ist tatsächlich offensiv, haben wir ja gegen Hoffenheim war es, glaube ich, wo wir dann zwischenzeitlich mit Zou und Rustic da
auf eher so einer Doppel-8 gespielt haben und weniger einer Doppel-6, was du halt schon auch machen kannst. Aber das ist halt volle Lotte offensiv. Und dann hast du halt die schnellen Gegenspieler von Dortmund. Boah, da ist halt viel, viel Raum dann dazwischen, ne? Auch nicht so der große Wurf. Okay, also wir müssen natürlich schon überlegen. Also klar ist, klammern wir das gerade nochmal aus und denken dann nochmal drüber nach. Sehr gerne. Das heißt, wir haben auf der defensiven Mittelfeldposition eine Vakanz. Das heißt aber links ist für uns klar, Philipp Kostic ist gesetzt. Ne? Ja. Was machen wir rechts? Also wenn Durm weiter wieder kann, ist gut, oder? Ja, da hätte ich jetzt auch nehmen gesagt. Nehmen wir Durm einfach. Ja. Das heißt, die Doppelspitzen, also der Doppel-10 vorne ist auch klar mit Kamada und Younes. Ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Also die bringen ausreichend spielerische Kompetenz mit, um diese Lücken, die es zweifelsohne wahrscheinlich geben wird, da halt auch zu nutzen. Also die würde ich halt einfach schon bringen. Also Younes, das heißt, wir bleiben bei einer Spitze. Das ist dann erstmal Silva. Yes, sir. So, und jetzt haben wir jetzt sehr, sehr viele, die wir jetzt schon reingesetzt haben. Das heißt, wir haben noch in der Möglichkeit einen fitten Steven Zuber, einen Iman Barkok, einen Rustic, aber immer nur kurze Momente gespielt hat. Ja, und das sind im Endeffekt eigentlich schon die Möglichkeiten. Oder du sagst, du nimmst mit Jimmy Chandler vorlieb oder Jethro Williams. Das sind halt genau diese Schwierigkeiten. Ich weiß nicht. Ist halt alles da in der Mitte nicht so unbedingt ihr Ding? Also Chandler auf der 6, haben wir das überhaupt schon jemals gesehen? Nein. Das ist nur, ich droppe nur generell, wer noch verfügbar ist. Ne? Ja, oder, oder du gehst halt nicht auf ein System mit einer Dreierkette, du gehst halt auf ein System mit einer Viererkette. Und stellst halt einen Chandler rechts neben einen Tuta, hast in der Mitte Ilsanka und Tuta und Indika auf links. Oder du könntest dann auch im Zweifelsfall tatsächlich sagen, ganz andere Nummer, du ziehst Ilsanka nach vorne. Ich weiß, wollt ihr nicht. Nee. Ja, du könntest Viererkette mit Chandler und Willems auf den Außen und Indika Tuta in der Mitte. Ja, könntest du machen, dann könntest du aber dann tatsächlich auch wirklich überlegen, wenn wir sagen, Ilsanka wollen wir in der Innenverteidigung belassen, könntest du wirklich das Wagnis mal eingehen und derjenige, der es auch schon immer mal spielen wollte, Evan Dicker ins defensive Mittelfeld ziehen. Wenn du mit einer Viererkette dann quasi spielst. Ja, genau. Kannst du auch. Also da hättest du auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was wir an Personal ja zur Verfügung haben, spricht momentan gefühlt mehr für eine Viererkette, weil du hast halt Links- und Rechtsverteidiger zur Verfügung. Schwierig. Aber nimmst du dir da nicht die Stärke von Kostic auf der Seite dann? Das ist, also ich glaube, dass tatsächlich dann die offensivere Variante, die Annette ja vorhin schon mal angesprochen hat, im Endeffekt das Heil in der Offensive dann zu suchen, glaube ich, gefährdest du durch so eine Aktion. Und ob das dann so funktioniert, klar, wir hoffen alle im Endeffekt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Endeffekt schon drauf bauen sollten, dass wir über die Seiten mit Kostic schon kommen können, oder? Ja, aber du lässt doch Kostic nach wie vor drin. Ah, okay. Du stellst also ja nur einen dahinter. Du lässt ja den zweiten, in meiner Theorie würdest du ja den zweiten Sechser weglassen und würdest halt einfach mit einer Viererkette spielen. Da hättest du ja nach wie vor noch den Kostic. Wer steht denn da in der Viererkette? Wer steht denn da in der Viererkette? Ich war gedanklich bei Indika auf links, weil einfach diese Variante Kostic-Indika sehr gut auf dieser linken Seite harmoniert und das würde ich ungern wegnehmen wollen. Ilsanka, Tuta in der Mitte und ein Chandler auf rechts. Weil auch wenn Willems ein gelernter Linksverteidiger ist, ihm fehlt halt einfach die Spielpraxis. Also da hätte ich auch so ein bisschen wahrscheinlich Krummeln mit. Ist natürlich ein komplettes Wagnis, weil du mit einem System spielst, was du so noch nie gemacht hast. Und das in so einem Spiel, weiß ich nicht. Also ist halt alles so ein bisschen gerade Glaskugel-Guckerei. Also mir wäre das alles zu defensiv. Ja. Ich wäre also zu ängstlich irgendwie, weil also natürlich ist Haaland ein Ausnahmespieler, da machen wir uns nichts vor, ne? Das ist ein Ungeheuer, aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns nicht verstecken. Und also ich könnte mir vorstellen, dass man durch solch eine defensive Aufstellung wirklich auch die falsche Botschaft sendet. Also eigentlich, wir haben eigentlich ganz schön Schiss vor euch. Und also das gibt denen so ein bisschen schon von vornherein so dieses, ne, diese Überlegenheit. Ja. Und wie hat unser Niko Kovac immer gesagt, fängt alles im Kopf an. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den du da...
den du da ansprichst. Wir haben ja in anderen Spielen, wo wir durchaus auch eher mit so einer, wir müssen mehr auf die Defensive achten, haben wir halt schon auch in den vergangenen Spielen gemerkt, dass solche Dinge dann auch immer ein Hemmnis waren und wir dann zu versteift oder die Mannschaft zu versteift dann tatsächlich drauf war, diese Defensive irgendwie hinzukriegen und da vielleicht dann in der Offensive das ein oder andere hat liegen lassen. Ein anderer Aspekt ist ja auch noch, dass die überhaupt nicht eingespielt werden. Ja. Ja gut, aber das, ne? Das kriegen wir so oder so nicht hin. Also wir haben so eine Konstellation, wo wir Spieler haben, die nicht in dieser Kombination eingespielt sind. Ja, das stimmt, aber ich finde, die Abwehr ist da immer sehr sensibel. Ja, okay. Das, also wenn die sich da nicht so richtig verstehen, dann kann das wirklich schnell in die Hose gehen. Die größte Eingespieltheit hätten wir halt dann wirklich mit dieser Dreierkette und nach wie vor einem Kostic und einem Durm auf den Außen, die mit zurückarbeiten. Da haben wir die größte Eingespieltheit, die größte Erfahrung mit. Und dann müsstest du halt zwangsläufig entweder in den sauren Apfel beißen und halt wirklich einen komplett positionsfremden Spieler neben einen Soda hinsetzen, wenn eine Rode nicht fit ist. Oder halt doch in dieser Kombination So und Rustic, die ich, wie gesagt, damals gegen, ich glaube, es war Hoffenheim, gar nicht so verkehrt fand, die aber halt wirklich einfach brutal offensiv ist und wenig in der Defensive übrig lässt. Also ja, also ich glaube, aber Entschuldigung. Ja. Wir haben doch letzt gesehen, dass der GBSO auch gut die Linie putzen kann, oder? Ja, das ist richtig. Also so von wegen Defensive, das denke ich, ist da dann vielleicht eine Sache der. Ja, wäre halt der Einzige, ne? Das ist halt egal, wenn du daneben dran stellst, das sind halt eher offensiv ausgerichtete Spieler oder halt eben mit einem Willems, der zwar auch Defensive kann, der aber ja null Spielpraxis hat. Also. Aber ich glaube, es passiert weder noch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir werden weder einen Rustic da sehen, noch ein Willems. Ich finde, das beides ist eine gute Idee, aber es wird nicht passieren. Also dafür sind die Signale von Hütter jetzt zu eindeutig, weder den einen noch den anderen zu nehmen. Das heißt, also wenn wir uns, ja, aber es ist vielleicht, ich weiß, wir wissen es nicht. Wir merken, dass wir hier an Schwierigkeiten geraten. Ich glaube fast eher, dass ein Steven Zuber in diese Rolle rückt, der, wie wir immer wieder sehen, regelmäßig eingewechselt wird, noch einen relativ guten Stand offenbar bei Adi Hütte hat. Vielleicht bitte so laufen, dass er sehr nah am Kader ist, dass So vielleicht auf die rechte Seite der defensive Mittelfeldspieler rückt, Zuber dann auf die linke Seite und dementsprechend vielleicht ein bisschen offensiveren Part geben kann. Das halte ich aktuell vielleicht sogar für die wahrscheinlichste Option. Ja. Hast du völlig recht, ja. Und nur hoffen wir ja, dass Rode einfach fit ist, ne? Er war ja heute einfach nur nicht, er hat heute individuell seine Einheit machen müssen. Ja. Das ist, hoffen wir einfach, es sind ja auch nur ein paar Tage Zeit zum Glück. Dementsprechend toi, toi, toi. Und dann müssen wir uns vielleicht darüber gar keine Gedanken machen. Hinti kommt auch noch überraschungsmäßig morgen wieder zurück. Dann sind wir alle zufrieden. Das ist ja auch was, lässt sich die Eintracht ja eh mehr nicht in die Karten gucken. Ja. Hoffen wir einfach mal drauf, dass der ein oder andere doch zurückkehrt. Und dann haben wir diese ganze Problematik nicht. Aber wir sehen natürlich, was hier offensichtlich wird, es sind doch eklatante Kaderprobleme da, wenn einfach ein bisschen Verletzungssorgen, die in so der Saison eben nicht ausbleiben oder dann auch Gelbsperren, dafür sorgen, dass du eigentlich breiter aufstellen musst, wenn du da oben mitspielen willst. Wir müssen ja immer wieder sagen, was ist eigentlich das Ziel? Und wir haben jetzt alle hier ja schon am Anfang drüber gesprochen. Eigentlich würde man gerne Champions League spielen im nächsten Jahr. Da darf es natürlich nicht passieren, dass du hier nur mit einer B11 teilweise dann gegen Dortmund antreten kannst als direkten Konkurrenten, sondern musst eigentlich hier aus dem Vollen schöpfen können. Das ist ärgerlich, dass das jetzt ist. Müssen wir in sauren Apfel beißen. Die Mannschaft hat aber natürlich die letzten Wochen gezeigt, dass da schon gut was drinsteckt. Und vorne müssen wir uns ja wirklich zum Glück bis jetzt keine Sorgen machen, haben wir ja die Granaten noch stehen. Dann muss es eben so sein, wie Annette auch gesagt hat, müssen sie eben mehr Tore schießen als Dortmund und dann ist es in Ordnung. Dann schreibe ich die Aufstellung jetzt einfach mal mit Rode auf der Sechserposition auf und wir hoffen einfach alle, dass das gut geht und dass er am Samstag spielen kann. Daumen. Soll sich mal ein bisschen angehen. Ja. Soll ich mich jetzt anstellen? Ja. Genau. Olle Mimose da, ey. Hör mal auf jetzt. Dann lasst uns doch vielleicht gerade mal noch das Thema abschließen. Dann hätte ich nämlich gerne noch Tipps von euch. Und Annette darf anfangen. Was wäre denn dein Ergebnistipp gegen Dortmund? Ja, es war sehr offensichtlich. Ich kann niemals gegen die Eintracht tippen. Ich bin ein ganz schlechter Tipper. Und so viel zur Romantik auch. Fußballromantik. Ja.
2-2. Wäre ich durchaus mit einverstanden. Marvin? Ja, Unentschieden ist natürlich immer eine ganz gute Sache. Ja. Aber gut, wir wollten ja ein bisschen offensiv heute sein. Ja. Ne? Ja. Einfach mal ein 3-1. Ja? 3-1. Dortmund wird wieder in die Frustration geschossen. Wir müssen uns ein bisschen Abstand verschaffen hier. Ja, Abstand wär großartig. Ist sowieso in der heutigen Zeit ist Abstand sowieso immer gut. Aber so, ist ein anderes Thema. Den Sicherheitsabstand, wir müssen den Sicherheitsabstand auf jeden Fall. Und zwei Toren ist wichtig. Ja. 4 Punkte sind zu wenig. Wir brauchen 7 Punkte Sicherheitsabstand, liebe Dortmunder. Das müsst ihr beherzigen. Dann kenne ich aber einen, der jetzt heute nicht hier in dieser Runde dabei ist, der dann schon so ein bisschen irgendwie kurz vorm Koller ist, wenn das auf 7 Punkte anwächst. Aber nur vom Positiven, ja. Ja. Dennis, was wäre denn dein Ergebnistipp? Ich gehe tatsächlich mit Marvin mit. Ich will, dass wir gewinnen und ich will, dass wir auch hier ordentlich die Offensive in oder ich tippe auf ein 3-2. Es wird ein bisschen knapper. Ein 3-2. Knapper. Ja. Aber ihr Lieben, der Wille war hier nicht gefragt. Der Wille war nicht gefragt. Ja, also wenn es nach Willen ging, hätte ich gerne gar kein Gegentor. Das nur ja, zu Null halte ich tatsächlich für ein bisschen unrealistisch. Ja, auch. Und ich auch, deshalb habe ich ihn so gezogen. Ja. Ja, nee, ich bin hier auch heute dann so ein bisschen mehr optimistisch und das 3-1 war auch so ein Ergebnis, was mir in den Kopf kam, deswegen sage ich auch 3-1. Oh Gott, ich bin ja voll der Pessimist. Ja, oder Realist. Realistin, das ist immer so die Frage. Ja, wir haben auf jeden Fall die Bodenhaftung verloren, aber das ist auch mal ganz gut. Ja, keine Sorge, gut. Annette, wenn der Basti dabei wäre, hätte er garantiert gegen die Eintracht getippt heute wieder. Der kann das wohl, ne? Der kann das. Ja, ja, der hat da keine Skrupel. Manchmal ja. Nee, manchmal ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles zu unseren Gunsten verläuft oder mal zumindest nicht allzu großen Schaden hat und dann werden wir dieses Spiel am Wochenende verfolgen. Rein Interesse halber Frage an euch, wie viele Minuten Länderspiele habt ihr jetzt in dieser Länderspielpause verfolgt, Marvin? Oh, ich muss leider sagen, ich glaube, ich habe wann war das zweite Spiel? Da habe ich, da ist das Tor gefallen, genau. Ich glaube, da habe ich 25 Minuten oder so geschaut. Dann kam aber auch schon dann die Kanzlerin bei Anne Will. Da musste ich leider umschalten. Also ich glaube, ich habe insgesamt 25 Minuten verfolgt. Okay. Dennis? Hm. Am Sonntag tatsächlich recht viel. Ich denke mal so 50 Minuten. Okay. Aber das andere Spiel habe ich gar nicht gesehen dafür. Ja. Annette, was ist mit dir? Also Rumänien, 10 Minuten. Bin nämlich dann eingeschlafen. Das ist doch so ein gutes Spiel, okay. Das wird mir bei der Eintracht nie passieren, nie. Ja. nie. Und das erste Spiel gegen Island, weiß ich gar nicht, vielleicht 15 oder so. Okay. Es interessiert mich nicht. Ich habe immer gedacht, wann kommt denn hier mein Armin und kam nicht. Aber ich dachte, jetzt ist doch alles wurscht. Ja, was habe ich gelesen bei dem 30 Sekunden? Also wenn Zusammenfassungen auf Datsen zählen, dann 2 Minuten 25, nämlich die Zusammenfassung Serbien gegen Portugal, weil ich einfach wissen wollte, warum der liebe Ronaldo so ausgetickt ist. Und wenn das nicht zählt, dann komme ich doch auf glatte 0. Dann sagen wir, das zählt nicht. Ja, dann komme ich auf glatte 0. Das interessiert mich halt vorne und hinten nicht. Ich habe auch tatsächlich diese komische T-Shirt-Dingens-Aktion nur mitgekriegt, weil es halt es ist auch scheißegal. Auf Social Media getan ist. Ja, aber ich kaufe schon das halt auch vorne und hinten nicht ab, von daher. Nein, aber es ist auch alles egal. Es ist alles egal. Die Nationalmannschaft, und das tut mir ein bisschen leid, ich habe übrigens auch ein paar Ideen, wie man die Nationalmannschaft vielleicht mal reformieren könnte, aber es ist alles komplett irrelevant und da bringt es auch nichts, wenn Uli Hoeneß da jetzt rumpoltert. Der Zug ist erstmal leider abgefahren. Vielleicht kommt er wieder angefahren, vielleicht tuckert er wieder zurück mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Vibe, aber aktuell, es juckt mich nicht. Ich verstehe auch nicht, also ich meine ganz ehrlich, das ist ja auch kein, was ist das jetzt für eine Konkurrenz? Also Rumänien war früher mal echt gut, aber das ist der stärkste Gegner und dann ist Nordmazedonien. Also das hört sich jetzt auch ein bisschen wie ein Witz an. Natürlich, die haben die jetzt umbenannt, früher hießen sie nur Mazedonien, ne? Da gab es diesen Konflikt mit Griechenland, alles gut und schön. Aber das macht mir natürlich jetzt auch nicht
Es gibt nicht kein Flair, ne? Es ist jetzt nichts wie Frankreich noch dabei als Gruppengegner, wo du denkst, oh Scheiße, wenn wir da jetzt zweimal verlieren, dann ist es Ciao Kakao. Du siehst Island, die früher mal eine starke Nation waren, das ist leider auch nicht mehr so ganz so. Die nachfolgende Generation hat es irgendwie ein bisschen verpasst, den Anschluss zu suchen. Also das ist irgendwie sehr, sehr schade und dann ist es halt auch dementsprechend schwach. Keine Ahnung. Und dann kommt jetzt noch dieses, ich bin fast froh, dass jetzt erstmal die Europameisterschaft kommt. Da werde ich auf jeden Fall noch einschalten, aber die nächste Weltmeisterschaft, die werde ich, sage ich jetzt, auch eher mal nicht verfolgen. Mal gucken, ob das dann wirklich so ist. Aber ja, also irgendwie, der Vibe ist momentan halt nicht da. Ich habe schon die letzte. Du hast Verbesserungsvorschläge tatsächlich, ja. Mal. Sorry, ja, René. Ich wollte nur sagen, ich habe schon die letzte Weltmeisterschaft irgendwie nicht wirklich verfolgt, wenn dann auch nur über Podcast-Konsum, aber da habe ich, glaube ich, auch kein einziges Spiel wirklich gesehen. Und ich plane auch nicht in naher Zukunft, das irgendwas dran zu ändern, weil es mich halt einfach total nicht interessiert. Ja, ich kann es, wie gesagt, absolut nachvollziehen. Ich glaube, ja, Dennis, du hast eben schon gemeint, ja, es ist halt tatsächlich so, ich glaube, wir müssen eine grundsätzliche Reformation der Nationalmannschaft, wenn wir dieses Konstrukt weiterhaben wollen, brauchen wir eine Umstrukturierung. Und zwar kann ich mir vorstellen, ich meine, es gibt auch kaum noch Identifikation, aber dass wir vielleicht irgendwann mal darauf hingehen, dass wir vielleicht nicht mehr nur, also Nationalmannschaft Frankreich, von Fußball, Handball, dies, das, sondern dass wir irgendwie ein Team die eine Nationalmannschaft mit ihren Unterarten, also mit ihren Spielarten, dass die auch alle den gleichen Sponsor beziehungsweise den gleichen Hersteller haben, Adidas beispielsweise, dass wir irgendwie ein größeres Konstrukt schaffen, dass wir einen größeren Gemeinschaftssinn schaffen, aber das ist jetzt sehr, sehr komplex. Ich hatte das wirklich jetzt auch schon mal ausformuliert, aber das ist so der kleine Teaser. Im Endeffekt würde ich es, glaube ich, sinnvoll finden, weil ich denke schon, dass Nationalmannschaften so ein bisschen ein Bonding zwischen den unterschiedlichen Menschen in Deutschland irgendwie herstellen könnten. Aber dafür braucht es ein neues Konzept, was nicht nur auf Marketing aus ist, nicht nur auf Fanclub-Nationalmannschaft aus, sondern wirklich wieder ernsthafte Gefühle vermittelt. Ja? Deswegen auch dieser Verbund mit Fußball und gleichzeitig aber auch Handball oder was weiß ich, da könnte auch der, keine Ahnung, da kann auch der Dart-Nationalspieler, sollte dann auch ein Trikot tragen, natürlich mit anderen Ausformungen und so weiter und so fort. Aber sowas könnte ich mir vorstellen, weil momentan merkst du das Gefälle und auch diese Unzufriedenheit zwischen anderen Sportarten und dem Fußball. Der Fußball kann immer weiterspielen. Ja, das ist so ein Selbsterhaltungstrieb, ist unfassbar krass, das sehen wir auch bei den Empfehlungen, die wir gleich noch droppen werden. Das ist unfassbar krass, aber andere Sportarten leiden gerade massiv unter Corona, können teilweise gar nicht ihren Sport ausüben oder nur sehr eingeschränkt. Und dass wir die mal wieder auch mehr ins Boot holen, ne, mit einem Ausgleich. Natürlich verdient die Nationalmannschaft mehr, aber dass man beispielsweise das Geld dann umschichtet, auch in die anderen Sportarten, ich glaube, das wäre ganz cool. Das gibt es in Ansätzen in den USA. Ich könnte mir da was vorstellen, dass wir irgendwie so mehr dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hinbekommen. Aber wie gesagt, nur ganz kurz ausgeführt, es braucht eine längere Ausformulierung irgendwann. Ja. Sehr gut, ja. Danke, Marvin. Gerne. Gut. Dann tun sich auch gerüchtetechnisch ein bisschen was bei der Eintracht. Kommen wir mal wieder auf das Thema zurück, was uns vielleicht mehr interessiert. Und zwar wird ein neuer Name gehandelt als Bobic-Nachfolger. Marvin, ihr habt ja am Montag in der Fußball 2000-Folge schon den ein oder anderen Namen besprochen. Und jetzt geistert der Name Hendrik Almstadt durch die Gegend. Den habt ihr, glaube ich, am Montag nicht besprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Nein, haben wir nicht besprochen. Ist auch ein Name, der mir, und da bin ich ganz ehrlich, den habe ich davor überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kann nichts dazu sagen. Ich kenne mich da nicht aus. Also ja. Dieser Name ist mir neu. Ich finde es natürlich aber, was ich jetzt beim Kicker gelesen habe, durchaus interessant. Ja, also vielleicht, wer mit dem Namen auch nichts anfangen kann, Hendrik Almstadt ist aktuell beschäftigt beim AC Milan und ist dort sowas wie ja Assistent der Geschäftsführung, also schon eher so ein bisschen weiter oben in so einer Fußballstruktur, hat durchaus Erfahrung gesammelt, indem er bei Arsenal schon gearbeitet hat, dort aber auch eher in so einer supporteten Rolle und hat dann tatsächlich für ein paar Monate den Posten des, hier, sag schon,
Sport. Sportmanager. So. Genau, bei, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe heute irgendwie Namen. Also so. Zuletzt AC Milan und davor war er aber auch schon mal in England aktiv, ne? Genau. Wo wollte ich jetzt gerade eben nach? Aston Villa und genau. Arsenal. Genau, und bei Aston Villa war tatsächlich der Sportdirektor, aber auch nur für ein paar Monate. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig gut zu laufen, gelaufen zu sein. Aber er hat zumindest ein bisschen Erfahrung. Und wir haben ja bei Bobic auch durchaus gesehen, dass auch so Menschen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so den großen Erfolg hatten, aber hier zumindest schon mal gefestigte Strukturen finden, mit denen sie arbeiten können. Und er hätte tatsächlich so ein Stück weit den Vorteil, dass er ja ein Bekannter von Holzer ist. Sie haben nämlich eine gemeinsame Vergangenheit bei der Investmentbank Goldman Sachs. Also sind jetzt nicht so total Unbekannte. Ich fand es ganz interessant, dass dieser Name da jetzt irgendwie aufgetaucht ist. Bin mal gespannt, wie sich das tatsächlich da in diese Richtung noch entwickelt. Mhm. Annette, wie sieht es denn für dich aus? Bist du sehr traurig, wenn Bobic dann die Eintracht bald verlässt? Nö. Nö, also der hat seinen Job hier gut gemacht. Ja. Hat der auch eine gute Chance, gutes Umfeld bekommen mit Eintracht Frankfurt. Vorher war er ja nicht so erfolgreich, wie wir alle wissen. Und ich finde jetzt das, was man so mitkriegt, sein Verhalten einfach völlig daneben. Und der kann hingehen, wo immer er will, ist mir wurscht. Weil ich finde es einfach nicht schön, wie er sich verhält. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist alles so undurchsichtig. Du hörst da mal was, dann liest du da mal was. Aber sein Auftritt da, den kann man ja nun nicht wegradieren. Den hat er ja nun gemacht da, ne? Sportschau, oder wo war das, ne? Ja, genau. Und ich finde, das geht nicht. Da ist ja irgendwas total schief gelaufen. Und ich fand, soweit ich das mitbekommen habe, hat die Eintracht sich da sehr gut verhalten. Ja. Und auch sehr schweigsam und so, wie sich das gehört, bevor nichts Konkretes da ist. Und nee, ist mir wurscht, kann hingehen, wo er will. Und das ist auch nicht undankbar, sondern er hat ja Gutes geleistet hier und das ist fein. Aber ich weiß nicht, nach was er strebt. Ich kann das nicht so nachvollziehen. Klar macht's die Kohle. Klar wird er da viel mehr verdienen, wenn es denn härter werden soll. Aber ob er sich damit einen Gefallen tut, das weiß ich nicht. Nö, also bei Niko Kovac fand ich es viel, viel schlimmer. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, definitiv. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, das hattet ihr auch am Montag bei Fußball 2000 ja schon angesprochen, ist zum einen, dass man es jetzt geschafft hat, in der Zwischenzeit wieder Ruhe reinzubringen, aber man kommt natürlich jetzt dann auch irgendwann so auf das Ende der Saison, man muss die nächste Saison irgendwie planen und die Wahrscheinlichkeit, dass es halt so ruhig bleibt, umso länger diese ganzen Diskussionen, auch wenn sie momentan ja quasi im Hintergrund laufen, aber sie werden ja laufen, umso länger die andauern, umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass das Thema dann wieder in den öffentlichen Raum gezogen wird. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht unbedingt jetzt, herausfordern sollte. Also von daher. Also ich finde auch den Zeitpunkt völlig schlecht, dass das da ans Licht kam, weil jetzt haben wir mal die Möglichkeit, ne, CL zu spielen und es kann einfach Unruhe in den Verein bringen und nicht ins Umfeld und ich habe gedacht, nee, das muss doch jetzt nun wirklich nicht sein. Und also ich finde es unklug, einfach. Von ihm auch. Ich finde das da, ist mir das alles zu egoistisch. Ja, es ist auf jeden Fall so. Es riskiert auf jeden Fall das, was sich aufgebaut wird. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, im Oktober hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Eintracht in dieser Tabellenregion auch jetzt im Ende März unterwegs ist. Aber jetzt hast du so eine Situation und damit gefährdest du den eigenen Erfolg, ne? Weil es wäre ja auch sein Erfolg, wenn die Eintracht. Genau, du reißt die eigene Hütte ein. Ja. Das ist halt. Oder kann passieren. Ja, es kann passieren. Ne? Es muss nicht. Ja, klar, aber wir reden jetzt von dem Kontext, wie es passieren könnte. Und das wäre natürlich heftig. Ja. Das ist richtig. Also, schauen wir mal. Schließt halt auch am Ende jeder auf diese Situation. Ne? Selbst wenn wir jetzt hier, wir haben ja selbst schon besprochen, der Kader macht jetzt ein bisschen, oder die Kaderbreite macht jetzt vielleicht ein bisschen Probleme. Du hast ein bisschen Pech mit dem Zeitpunkt der gelben Karten oder Gelbsperren. Dann kann es immer passieren, dass sich ja noch weitere Verletzte oder rote Karten dazu kommen und so weiter und so fort. So eine Saison ist halt immer doch am Ende recht lang. Ja. Und am Ende werden viele sagen, wenn es dann
Und wir hoffen alle, dass es klappt. Aber wenn es am Ende nicht klappt, wird jeder sagen, ach, das war doch hier der Bobic, der hat da die Unruhe in den Verein gebracht und so weiter. Also diesen Makel, den hast du auf jeden Fall immer weg, ne? Dass, wenn dann irgendwie am Ende das nicht ausgehen sollte. Also wäre das für mich, ich gebe dir recht, Dennis, aber wer das ganz souverän handhabt und immer total diplomatisch ist und loyal, ist der Adi Hütter. Ich muss echt sagen, in den Pressekonferenzen denke ich immer, boah, das hat er wieder galant gelöst. Das macht er so gut, dass er sagt, er ist loyal und sagt dazu nichts und deshalb sei er nicht hier. Er will über das Spiel reden, ne? Das bevorstehen. Ja, finde es gut. Der lässt sich nicht hinreißen zu nichts, zu keiner Äußerung. Und das muss man auch erstmal können, ne? Ja. Weil der könnte ja auch zwischendurch einfach enttäuscht sein, ne? Könnte denken, der Sack. Sind wir kurz davor, jetzt geht er. Das sein, aber wenn das nicht öffnet. Er ist aber nicht seine Art und das ist halt das Gute. Ja, professionell einfach. Ja. Total gut. Ist auf jeden Fall professionell und ich glaube trotzdem, dass es auch gerade der Weg, wie es läuft, auch durchaus für ihn zu einem Machtgewinn geführt hat, ne? Also klar, Bobic weg. Er ist dementsprechend schon relativ lange dabei und die Möglichkeit, dass er vielleicht Macht gewinnt oder vielleicht das ein bisschen von diesem aufzieht, was jetzt dadurch frei wird, kann ich mir auch vorstellen. Aber klar, auch er kann diesen Job, diesen sehr diffizilen Job natürlich nicht alleine machen. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass jemand an seine Seite gestellt wird. Und da hoffe ich auf eine adäquate Verstärkung. Wie gesagt, ich kann zu der Personalie nichts sagen. Für mich wäre immer noch, ich würde die Fördorf-Thematik immer noch mega geil finden. Ich finde, das wäre irgendwie sexy, das hätte was. Auch weil er sich im Business auskennt. Ja. Ja. Findest du auch mal nette? Ja, ich mag den total, finde den total sympathisch. Fördorf. Glaube ich auch. Wäre auf jeden Fall auch eine spannende Personalie. Auch das wieder eine, wo man sagen kann, okay, man greift nicht so in das Regal, also auch wenn er Erfahrung hat, aber man greift jetzt nicht so in dieses Regal fertiger, hocherfolgreicher Sportdirektor, sondern auch da wieder so ein bisschen so, okay, du hast zwar Erfahrung, aber du kannst dich auch noch hier entwickeln, fände ich auch interessant. Und das Problem ist aber, und das zeigt sich ja total deutlich, wenn wir uns anschauen, wer ist erfolgreicher Manager, dann hast du nicht unfassbar viele. Du hast immer wieder die gleichen Namen. Du hast immer wieder den Namen wie Horst Held, der auch einen sehr gemischten Rekord hat. Natürlich wissen wir, dass Schmadtke gut funktionieren kann. Schmadtke, der aber auch bei Wolfsburg gerade gut funktioniert und trotzdem aber auch ein schwieriger Typ ist. Und du hast sehr, sehr viel, ist nicht böse gemeint, von Mittelklasse, die sich lange hält. Und da ist es echt cool, outside the box zu denken. Der Bobic-Transfer war einer mit vielen Wagnissen. Da wissen wir ja auch, der ist ja nicht unglaublich geliebt worden zu Anfang. Es gab Leute, ich erinnere hier auch an den einen oder anderen Kollegen hier im Podcast, der nicht großartig ein großer Freund davon war. Es hat sich gut entwickelt. Aber das ist halt kein Selbstläufer. Ja, ist richtig. Und deswegen finde ich dieses Outside-the-Box-Denken gar nicht verkehrt. Ob es funktioniert, weiß man nicht. Aber vielleicht ist es besser, als einen Horst Held zu holen, sag ich mal. Ich glaube, das ist vieles besser, als einen Horst Held zu holen. Hattet ihr die Thematik mit Schweinsteiger eigentlich auch mal besprochen gehabt, da gestern in eurer ich habe es nämlich nicht gesehen, Marvin. Kam das auch vor? Basti hat das ja tatsächlich auch so mit ins Gespräch gebracht. Ja, Annette, du wolltest noch was sagen, jetzt unterbrechen wir dich. Nee, ich wollte nur, das macht ja gar nichts. Bin ich ja gewohnt, so sind die Männer halt. Apropos pauschalisieren und Vorurteile, ne? Ja. Ich mach mich total beliebt gerade. Alles gut. Aber der hat halt Eintracht-Vergangenheit. Das finde ich schon auch ein Pluspunkt. Ich meine jetzt der Jan Age. Klar. Ja, klar, ja, kann natürlich für das Standing am Anfang hier besser, also es wäre auf jeden Fall eine Entscheidung, die wahrscheinlich mehrheitlich nicht so kritisch gesehen wird, wie damals die Wahl von Bobic. Also das denke ich auf jeden auch. Fall. Es ging ja gut mit Bobic, ne? Wie wir wissen, also bis jetzt, also bis zu diesem Zeitpunkt. Stand jetzt. Aber Schweinsteiger finde ich sehr befremdlich, muss ich sagen. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich mag den auch nicht. Das ist halt, kommt noch dazu. Ich mag ihn halt einfach nicht so gern. Ja, es ist halt so eine, ist ja klar, es ist auch so eine Outside-the-Box-Denke und auch Lösungen, ne? Natürlich, wie gesagt, die auch eher eigentlich aus, wie soll ich sagen, sehr interpretativen Gedankenspielen hervorgerufen wurde und nicht wirklich einen ganz, ganz festen Kern hat. Aber es ist natürlich schon so, dass er natürlich jemand ist, der ein Format hat, der irgendwie ein bisschen dieses internationale Flair mitbringt, natürlich auch wahrscheinlich ein Telefonbuch hat, aber ebenfalls auch keine Erfahrung. Ich kann aber nachvollziehen, dass halt viele Leute sagen, naja, warum Schweinsteiger? Der hat ja auch noch nicht mal dieses Eintracht,
diesen Eintracht-Verbund. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich schwierig. Hm. Ich glaube auch nicht, dass wirklich er in den engeren Kreis gehört. Aber darüber nachzudenken, auch diese Kragenweite, man muss ja auch sagen, von den Ex-Nationalspielern, die irgendwie auch was gewonnen haben, gerade vielleicht unter die Weltmeister geworden sind, ist er halt einer mit dem meisten Format. Also da würde ich eher über Schweinsteiger nachdenken, als über Philipp Lahm beispielsweise. Ja, wobei sie beide Wer weiß, ob da überhaupt was dran ist. Nee, eher der Tendenz gegen. Schreibt sich halt schön, ne? Es liest sich vor allen Dingen super. Ne, macht was her. Schweigen. Basti Schweini. Ja. Ja, also das vielleicht, aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir dann auch da in so einem Gehaltslevel sind, was dieser Mensch wahrscheinlich aufrufen wird, was auch jenseits von allem ist. Also der kommt jetzt auch nicht für so ein Standard-Manager-Gehalt, glaube ich. Ja, wenn du Berufsanfänger bist vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, auf dem Level zählt das. Cool. Dem Level Nummer, zählt das, glaube ich, nicht. Nee. Ach so. Nee. Ja, bisschen naiv auch. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich hätte zumindest die Hoffnung, dass dann dieser Zeitpunkt der Entscheidung jetzt nicht so unwahrscheinlich weit in die Ferne rückt, einfach um diesem Risiko, dass das wieder so medial aufgekocht wird, so ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Aber wir werden das auf jeden Fall hier in der Sendung berücksichtigen und weiterverfolgen, nicht wahr? Yes. Yes. So, und dann lass uns doch mal noch in Richtung der Empfehlungen schauen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und die Annette darf natürlich auch Empfehlungen beisteuern. Mit welcher sollen wir denn anfangen? Wir haben hier schon ein paar eingetragen. Sollen wir mit der kritischen direkt zum Anfang anfangen? Klar. Habt ihr diese Hopp-Doku am Wochenende gesehen? Es gab ja diese Doku von Jochen Breyer, die jetzt am Samstag, ich glaube 23.30 Uhr lief sie im Fernsehen, ich habe sie vorher in der Mediathek Stadt Sportstudio gesehen. Genau, gab es ja die Doku Hopp und die Ultras. Ich habe den genauen Titel jetzt nicht mehr im Kopf. Habt ihr die gesehen? Ja, klar. Ich habe sie gesehen, ja. Ich nicht. Okay. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wirklich eine extrem spannende, interessante Doku, aber René, du hast sie ja reingeschrieben. Ich habe sie reingeschrieben. Ich fand sie, also sagen wir es mal so, sie war okay, wäre jetzt so mein Gesamteindruck. Wenn ich jetzt so, ist natürlich jetzt hart, da irgendwie zu meckern, und das ist auch alles irgendwie, wenn dann irgendwie so auf hohem Niveau. Ich fand es, das Ganze basiert ja so ein Stück weit, darauf fangen wir vielleicht damit an, dass das ja ist dieses Interview, also dieses Pseudo-Interview mit Hopp im letzten Jahr im Sportstudio gab, was ja aufgezeichnet war, aus welchen Gründen auch immer, brauchen wir jetzt nicht mehr aufhören, es danach ja durchaus auch Kritik gab, die man sich auch, so hatte ja auch Breyer in einem Interview, was er der Taz, glaube ich, gegeben hatte, auch gesagt hat, dass er diese Kritik ernst genommen hat und so weiter, und man hat jetzt 9 Monate an dieser Hintergrund-Doku gearbeitet. Da fand ich, ist man zu wenig selbstkritisch da reingegangen. Also meine Erwartungshaltung wäre gewesen, dass man zumindest am Anfang irgendwie so ein Disclaimer setzt, so nach dem Motto, ey, da gab es dieses Interview, wir haben da viel Kritik bekommen, wir haben uns mit dem auseinandergesetzt und würden rückblickend sagen, da ist nicht alles gut gelaufen. So ein Statement hätte ich am Anfang gut gefunden. Gab es nicht. Okay. Sie beleuchtet, finde ich, trotzdem sehr gut die unterschiedlichen Parteien. Es kommen Fans der verschiedenen Lager, sowohl von der Schickeria als auch zu dem Zeitpunkt, als sie die Aufnahmen gemacht haben, jemand aus der Ultraszene von Dortmund, der jetzt mittlerweile ja, glaube ich, als Fanbetreuer tatsächlich für den BVB arbeitet. Also die Seite ist gehört worden. Es gab natürlich dann auf der anderen Seite Fürsprecher für Hopp, Schickert, der Anwalt, Hoeneß, und es gab eben auch Koch und Grindel für den DFB. Also man hat da alle Seiten berücksichtigt, aber ich finde, man lässt am Ende so eine Schlussfolgerung sehr offen. Also man verlässt sich sehr stark darauf, dass derjenige, der diese Doku sieht oder hört, sich halt eben eine Meinung bildet, und man lässt das sehr offen. Also mir fehlt so ein bisschen so diese
dieser Kommentar am Ende, so was wäre denn unsere, was ist denn unsere Wahrnehmung von dem Ganzen? Ich finde, das lässt man sehr offen am Ende. Vielleicht ein bewusst gewähltes Stilmittel, vielleicht auch, weil man da jetzt als öffentlich-rechtlicher Sender nicht unbedingt so anecken will, aber mir ist sie da am Ende ein bisschen zu freundlich. Aber trotzdem ist es eine gute Deko, also Doku. Man sollte sie sich auf jeden Fall anhören und es gibt so ein paar neue Elemente, die man da rauslesen kann, die einen dann doch wieder sehr schockieren, glaube ich. Naja, allen voran halt die Tatsache, dass der Schulterschluss zwischen Hopp und zwischen Hopp, den Bayern, dass das alles nicht spontan war, sondern dass, ja, das ist ja halt das Krasse, ne? Wo krass, ja. Dittmann hieß er, glaube ich, ne? Dittmann. Ne? Dittmann war der von der Bild. Dittmann, der Moderator und Kommentator, ja, der ist ja Kommentator, genau. Halluzinierend ist er ja wild geworden und hat in einem Kommentarrausch hat er sich ja wund geredet bezüglich der ganz schlimmen Attacken der Fans. Und auch er war vorher eingeweiht. Er wusste, was vorher kommt. Und es war im Endeffekt so, dass er auch wusste, dass die anderen das wussten. Also, und das war nicht spontan. Sein Ausbruch war nicht spontan. Und gleichzeitig war dieser Schulterschluss, der ja danach sogar mit Preisen, er hat ja sogar einen Preis bekommen, ne, so für diese Solidaritätsaktion. Es war alles vorher geplant. Das ist natürlich eine krasse Angelegenheit, die natürlich ein neues Licht auf diese ganze Situation wirft. Und natürlich bleibt die Personalie Hopp dadurch nicht weniger dubios. Ja, aber ich finde, es rückt auch gerade nochmal an dieser Stelle auch diesen DFB da sehr stark in dieses Licht, dass man sich ja, man wusste diese Aktion oder dass da Aktionen kommen werden, das war wahrscheinlich klar, man wusste auch wahrscheinlich auch sehr konkret von dieser Aktion, weil so wie ich es ja verstanden habe und wie das ja auch gesagt wurde, ist zwei Tage vorher auf diesem 120-Jahr-Feiertreffen tatsächlich der Schickeria-Mann auch sich da irgendwie verplappert hat oder bewusst das Höhnes mitgeteilt hat, der irgendwie da auch Ehrengast war, keine Ahnung. Also es hätte ja Mittel und Wege gegeben, das anders zu lösen im Vorfeld. Und man hat sich aber trotzdem bewusst dafür entschieden, in diesem Einklang zwischen DFB und den beiden Vereinen, die ja auch nicht so unwahrscheinlich weit weg sind vom DFB, sowohl Rummenigge, der da ja viel Einfluss nimmt, als auch ein Hopp, der ja auch in dieser Sponsorenverhältnis zum DFB steht, aber auch zu den Bayern, also da gibt es ja auch ganz komische geschäftliche Beziehungen, hat man sich trotzdem dafür entschieden, diesen Drei-Stufen-Plan des DFB da durchzusetzen. Obwohl man ja dann offensichtlich andere Lösungswege wahrscheinlich auch hätte gehabt haben. Und das so zu inszenieren, um nochmal ganz klar rauszustellen, nach dem Motto, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ob die tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber klar herauszustellen, die können aus dem Block irgendwie andere Nationalitäten anfeinden, ist uns alles egal, aber wenn es hier gegen einen von uns geht, dann hauen wir da richtig auf den Putz und inszenieren das bis zum Geht nicht mehr. Das ist eine Entscheidung, die man meiner Meinung nach bewusst gewählt hat und das gibt dem Ganzen nochmal eine komplett andere Note. Ja. Also auf jeden Fall anhören und dazu passt dann auch mein Tipp, den ich reingeschrieben habe. Hört euch gerne dazu mal die 93-Folge an, finde ich extrem spannend. Da wird es ja auch nochmal ausführlich beleuchtet, diese ganze Situation. Ich muss sagen, von allen schwierigen Situationen finde ich die Causa Dittmann ja am schändlichsten, wenn ich ehrlich bin, weil das hat halt gar nichts mehr mit Journalismus zu tun. Ne? Wenn du vorher weißt, ja, es ist halt so. Also ich finde es eine Frechheit. So, ich finde es auch ehrlich gesagt unfassbar, dass Sky sich da gar nicht geäußert hat, weil die Tatsache, dass wenn du weißt, dass diese Person darüber komplett informiert war, was passiert und dann einen auch spontan so ein Abfackeln der Fans dann macht, ne, auf übelste Eindrift, Strafen für die fordert, ne, dafür, dass es tatsächlich keine Straftaten gab, also wirklich verbal den Knüppel rausholt, um hier Stimmung zu generieren, das muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis für und er ist für mich im Endeffekt derjenige, den ich, weil er eigentlich in einem neutralen Stand folgen muss. Ne? Ich meine, jeder hat seine Interessen, dass Hopp seine Interessen hat, ist klar, dass die Bayern ihre Interessen haben, auch klar. Aber er sollte keine Interessen vertreten, weil er ist dann normalerweise der neutrale Kommentator. Und dieser Gleichsatz, der immer wieder gemacht wurde, also wo er beispielsweise diese Schmähungen mit Rassismus vergleicht, und das ist ja genauso das Typische, was auch Hopp regelmäßig tut. Ich finde, Das kannst du nur so sehen, wenn du ein sehr eingeschränktes Weltbild hast. Finde ich sehr, sehr befremdlich. Ja.
Das eint ihn aber auch teilweise mit den anderen agierenden Personen. Ja. Mhm. Und auch, ich meine, kann man ja auch nochmal sagen, diese Art und Weise, wie er sich dann da, also er wird ja dann gefragt, so nach dem Motto, ey, wussten Sie, oder wie war das so im Vorfeld, wo er dann auch irgendwie ja sagt, ja, ich habe eine Frage gestellt und habe auf einmal Antworten bekommen, die nicht zu meiner Frage passten und habe natürlich dann, wie es meine Aufgabe ist, dann danach gefragt, warum sagen Sie mir das dann? Und sich dann da auch präsentiert, als wenn er sich jetzt hier für Schlaubi Schlumpf persönlich hält und nach dem Motto, ich habe es verstanden, sich dann aber trotzdem da vor diesen medialen Karren spannen lässt, also ist halt auch grenzwertig, würde ich jetzt mal freundlich umschreiben. Also guckt euch auf jeden Fall an. Ja, hört die 93-Folge, da bin ich noch nicht ganz durch. Da musste ich tatsächlich aus Eigenschutz vorhin abbrechen, sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie hier vor Wut durch die Hauswand gerannt. Ja, also ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören und dann seine Schlüsse daraus ziehen. Ich weiß nicht, ob man sie tatsächlich, Annette, ob sie so gut ist, wenn man sie tatsächlich nur hört. Aber ich glaube, so ein paar prägnante Aussagen, wenn man so die eine oder andere Stimme hört, wird wahrscheinlich schon funktionieren. Ja, Stimmen kann man ganz, ganz viel lesen. Ja. Stimmt, ja. Genau. Und vor allen Dingen wissen wir jetzt eben jetzt auch, dass so ein grüner Apfel auch gerne mal 50 Euro kostet. Ist ja auch eine wichtige Information. Ne? Der Mann des Volkes. So, haben wir noch irgendwas Positives als Empfehlung? Dennis, du hast da, glaube ich, was reingeschrieben, ne? Ja, genau, für alle Marvel-Fans. René, ich weiß ja, dass du die offizielle Marvel-Reihe noch nicht beendet hast, deshalb ist auch, ja, will ich jetzt zu viel spoilern, wenn ich was zum Inhalt verraten die würde. Die Filme sind ja auch erst seit, weiß ich nicht, 5 Jahren oder irgendwas draußen und ich habe es noch nicht geschafft, die letzten seit 5 Jahren abgedreht, die letzten beiden zu gucken. Ja. Also für alle, von was ich rede, ist die neue Miniserie auf Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier. Wenn jemand zum Beispiel, also Thematik, so ein bisschen Captain America und Co., das ist so im Großen und Ganzen, wenn jemand damit gar nichts anfangen kann, dann einfach hier nicht mehr zuhören die nächste Minute. Ansonsten eigentlich ein ganz cooles, wie sagt man das so schön, so eine Side-Story, die eben im Endeffekt nochmal eine schöne Thematik, zumindest in den ersten 2 Folgen jetzt schon gezeigt hat. Ich glaube, die dritte ist noch nicht draußen, ich weiß jetzt gar nicht. Aber hat einen guten Eindruck gemacht und gerne mal reingucken. Ist ein netter Zeitvertreib. Aber baut die thematisch... Ist momentan auf eine 6-teilige Miniserie. Okay, baut die thematisch auf den Filmen auf? Also macht es Sinn, die Filme vorher tatsächlich geguckt zu haben oder ist die Story technisch komplett anders? Ich würde sagen, ja, man sollte schon die Thematik vorher kennen, weil viele Aussagen und viele thematische, ich sag jetzt mal, Andeutungen sonst überhaupt keinen Sinn machen. Okay, also muss ich. Man kann sie vielleicht auch ganz ohne gucken, aber ich bin natürlich so belastet, weil ich tatsächlich alle Filme teilweise auch mehrfach geschaut habe. Ja. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Genau. Mensch. Okay. Also wie gesagt, wer Lust und Zeit hat, ist ein netter Zeitvertreib. Ich glaube, eine Folge ist auf jeden Fall weniger als eine Stunde. Okay. Und ja. Zur Überbrückung, bis irgendwie Staffel 3 von der Mandalorian irgendwann in 2 Jahren oder so kommt. Genau, perfekt. Gut, verstanden. Ich guck demnächst die Filme und dann mache ich mich da mal dran. Unterhalten wir uns wieder. Dann unterhalten wir uns wieder, ja. Sehr schön. Annette, hast du noch was Empfehlungstechnisches für unsere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht irgendwelche Podcasts, die du sagst, die solltet ihr unbedingt hören? Du hattest ja vorhin gesagt, du hörst sehr viele Podcasts auch. Ich höre überwiegend Fußball-Podcasts. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja. Und gelegentlich auch den Doppelpass. Aber bitte nicht steinigen. Nein, alles gut. Mach ja, alles. Aber dazu gibt es eine kleine Anekdote. Ich habe gerade in der vergangenen Nacht den Doppelpass vom letzten Sonntag gehört. Ja. So beim Einschlafen. Und war dann zu müde, auszumachen. Und da war zu Gast, wie heißt der denn jetzt? Daum, der Christoph Daum. Okay. Ja. Und der schreit ja, das ist ja so schlimm. Ich habe immer gedacht, seid doch einfach mal ruhig. Das spricht immer ein bisschen leiser. Ich möchte auch mal schlafen. Aber ich habe gedacht, was? Der ist unangenehm, laut und so gepresst, also ätzend. Also gut, also Doppelpass muss man sich auch nicht unbedingt angucken, geht ja eh meistens, ne? Ja, schwierige Frage. Schalke mittlerweile und Bayern halt und Dortmund. Aber davon könnten wir ja profitieren am kommenden Sonntag.
Ja, das stimmt. Weil wir dann mal gegen Dortmund gespielt haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber gut, also Doppelpass, was, hast du noch was? Was hast du gern? Hast du Elf Leben mal reingehört aktuell? Nee, da habe ich tatsächlich nicht gehört. Aber 3,90. Ja. Also euer super toller Einfach-Podcast. Aber kann ich dir wirklich empfehlen? Den höre ich ja wirklich schon seit Jahren. Das freut mich sehr. Das freut uns, glaube ich, alle hier. Ja. Aber ich glaube, wir können dir alle sehr Elf Leben empfehlen. Also da geht es auch um unser, unseren liebsten Uli Hoeneß. Aber die Arbeit, die... Das der Schnuckelchen. Ja, genau. Der Max vom Rasenfunk da reinsteckt, also das lohnt sich. Ah, den kenne ich auch, ja. Ja genau, das ist die Schlusskonferenz. Ja, genau. Genau, das höre ich auch. Ja. Sehr gut. Also die ganze Fußballwelt hatte ich auch in Sachen Podcasts auf jeden Fall gefangen. Ja. Ja, da gibt es schon feine Sachen, ja. Ja. Damit haben wir dann aber jetzt auch Elf Leben zum dritten Mal empfohlen. Damit ist er dann jetzt raus. Ja, also, oder? Ja, ich bin gerade ein bisschen fasziniert. Ich meine, ich höre gerade regelmäßig den Drosten-Podcast wieder, habe ich angefangen. Und Elf Leben unter anderem. Also, das ist dann auch schon sehr unterschiedlich emotional. Ich wollte gerade sagen, Drosten-Podcast ist dann sehr traurig, ja. Ja, naja. Aber es geht. Ich finde diese rationalen Erklärungen manchmal sehr hilfreich. Ja. Mhm. Also ich habe vorhin auf Twitter gelesen, die neue Folge vom hier NDR Corona Info Drosten Whatever You Name It Podcast, die heute rausgekommen ist, soll wohl sehr hörenswert sein. Ich habe sie selbst noch nicht gehört. Würde aber dann diese Informationen von Twitter, die ich da gesehen habe, einfach mal ungefiltert weitergeben und empfehle euch auf jeden Fall die aktuelle Folge zu hören, die da heute rausgekommen ist. Ja. Coronavirus-Update, genau. Ich verlinke euch die Folgen und wie gesagt, Elf Leben ist jetzt zum dritten Mal dabei. Bitte rufen Sie nicht nochmal an. Ja. Ich glaube, damit haben wir doch auch schon wieder eine ganz gute Empfehlungsrunde hier. Prima. Gut, dann würde ich sagen, ist hiermit das Ziel für heute erreicht. Vielen Dank, Annette, dass du dabei warst und uns einen Einblick in dein Fanleben gegeben hast. Ja, sehr gerne. Ja, danke schön. Hoffentlich kriegen wir bald diese Stadionthematik geklärt und alles andere rundherum auch, dass wir uns endlich mal im Stadion treffen können. Und wie gesagt, die erste Runde, Äppler geht dann auf Dennis, meldet euch einfach alle bei Dennis, die erste Runde geht auf ihn. Aber ohne Cola, ne? Ohne Cola, genau. Ohne. War gelernt. Der ohne ist ja jetzt Cola. Baba, darf er nicht. Der Dennis darf nicht mehr. Ja. Genau. Darf er keine Cola mehr trinken. Okay. Nee. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Sack zu. Wir wünschen euch noch eine schöne, ausklingende Rest-Fußball-Länderspielwoche. So ein paar Spiele sind ja, glaube ich, noch. Zumindest heute war noch, und nicht, wenn morgen noch irgendwas ist. Wie gesagt, interessiere mich für den Kram nicht, aber wurscht. Ja, wir freuen uns auf ein wunderschönes Spiel am Wochenende gegen Dortmund und werden nächste Woche mal schauen, wer tatsächlich tipptechnisch recht hatte und auf wie viele Punkte wir den Vorstand haben ausbauen oder halten können. Das werden wir in der nächsten Woche weiter besprechen und wir wünschen euch natürlich da draußen auch alle frohe Ostern, soweit es denn möglich ist und ja, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.